Liebe Ellen Überscheer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste vor Ort und im Livestream, wir reden weiter. Dieses Versprechen haben wir als Journalistinnenbund, als neuer Vorstand des Journalistinnenbundes im Sommer dieses Jahres gegeben. Herzlichen Dank an die Böll-Stiftung für die Kooperation, sodass wir heute über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Feminismus, Journalismus und Intersektionalität reden können. Herzlichen Dank auch an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Förderung. Die Reaktion auf unseren Antrag lautete: Das ist aber sportlich, denn wir waren nicht wirklich zeitig dran. Aber wir mussten insgesamt als neu formierter Vorstand gleich ohne Trainingslager und Aufwärmphase in den Sport übergehen. Und es hat geklappt. Und es war uns wichtig, denn der Anlass im Sommer, der war zwar schmerzhaft, aber er hat uns auch dazu geführt, vertieft nachzudenken. Und wir finden die Diskussion des heutigen Abends lohnenswert. Wir haben im Sommer als Verein eine große Bandbreite von Reaktionen erlebt. Das geht gar nicht, dass ihr Franziska Becker auszeichnet, sagten die einen. Das geht gar nicht, dass ihr Zweifel an der Entscheidung lasst, sie für ihr Lebenswerk auszuzeichnen, sagten die anderen. Dazwischen die, die nachdenklich die Diskussion, den Schlagabtausch auf Twitter vor allem verfolgt haben und die Fragen stellen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute. Danke daher auch unseren Gästen, die sich der Diskussion über 280 Zeichen hinausstellen. Der Anlass kann nicht ungenannt bleiben, aber wir wollen heute keinen Karikaturenstreit führen. Wir wollen das Thema weiten. Was heißt es heute, journalistisch, handwerklich sauber zu arbeiten, in Zeiten, in denen viele, auch gerade viral gehende Beiträge, sehr subjektiv getrieben sind? Wenn jüngst eine Preisträgerin, eine Journalistin gesagt hat, und das haben auch schon andere gesagt, auch in der Debatte des Sommers, niemals nach unten treten, das sei ihr Grundsatz, dann frage ich mich, warum sollte ich überhaupt treten? Und wer definiert, wer unten ist oder wer eine schützenswerte Minderheit ist, die nicht getreten werden darf? Brauchen wir jetzt mehr Streit statt ein Ende der Debatte mit dem Ausruf, das geht gar nicht? Mehr Streit auch im Feminismus, auch über die Frage, was mit der Betonung der Intersektionalität gewonnen ist? Vermutlich benötigen wir, um mehr Menschen mitnehmen zu können, auch Begriffsklärungen. Wer ist denn beispielsweise jeweils gemeint mit Person of Color? Weil meiner Beobachtung nach es immer wieder auch unterschiedliche Definitionen dazu gibt. Wo beginnt Rassismus? Wo hört er auf? Wer sich damit beschäftigt, was eine Diskussion bringen soll, findet schnell Artikel zum Thema richtig argumentieren oder wie man in Diskussionen Recht behält. Das erinnert mich an so manche Rechthaberei auf Twitter und Co. Ich möchte es und wir als Vorstand dagegen halten mit denen, die sagen, vertrete deine Meinung, argumentiere, aber du kannst in ein Gespräch nur dann hineingehen, wenn du die Möglichkeit offen lässt, dass dein Gegenüber die besseren Argumente hat und dich überzeugt. In diesem Sinne, auf einen erkenntnisreichen Abend und danke an Ellen Überscheer, die jetzt den Einführungsimpuls setzen wird. Ja, und es sich natürlich nicht nehmen lässt, für die Kooperation zu danken und Sie alle ganz herzlich in der Böll zu begrüßen. Ich freue mich sehr, das Journalistinnen-Netzwerk hier zu Gast zu haben und über ein Thema zu reden, das uns an vielen Stellen auch intern beschäftigt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung haben. Übrigens nachher am Podium, und Sie dürfen auch dann mal raten, wer das ist, ein Mitglied unserer Mitgliederversammlung, also des höchsten Böll-Gremiums. Insofern gibt es hier viele schöne Verknüpfungen heute. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, letztes Jahr, das erinnern wir, haben wir gefeiert, 100 Jahre Frauenwahlrecht, einer der wichtigsten Etappensiege im Kampf um Gleichberechtigung. Da fiel ja sehr oft der Name Hedwig Dohm als einer Vorkämpferin für Gleichberechtigung und Feminismus. Seit 1918, das war zumindest ja in Deutschland das Jahr, an dem das Frauenwahlrecht plus 1919 eingeführt wurde, ist viel passiert. Aber natürlich, der Kampf gegen Diskriminierung von Frauen und für Gleichstellung gehört weiterhin zu den zentralen politischen Zielen des Feminismus. Und wir sind, das erleben wir täglich, wenn nicht sogar Rückschläge, jedenfalls wir sind noch nicht am Ziel.
Aber im vergangenen Jahrhundert gab es neben dem Kampf um Gleichberechtigung zahlreiche andere Kämpfe gegen Unterdrückung, Ausbeutung, Diskriminierung. Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, der Kampf gegen den Kolonialismus und für die Selbstbestimmung und der Kampf gegen Sklaverei und Rassismus und für die Teilhabe aller unabhängig von Hautfarbe und Glauben. Die meisten dieser Kämpfe wurden parallel und nebeneinander geführt. Solidarität zwischen den Gruppen gab es selten. Ja, es war sogar schwierig zu erkennen, wo das Gemeinsame dieser Kämpfe eigentlich liegt. Schwarze Frauen waren beispielsweise durch Sexismus, aber auch durch koloniale und rassistische Denkweisen und oftmals auch über ihre soziale Herkunft diskriminiert. Heute würden wir natürlich von Mehrfachdiskriminierung sprechen. Die Erwartungen an Solidarität spitzten die Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Gruppen ja oftmals zu. Die Konflikte und Auseinandersetzung zwischen einerseits den westlich-europäisch geprägten Feministinnen und andererseits Frauenrechtlerinnen aus dem globalen Süden und von Diskriminierungen unterschiedlicher Art Betroffenen andererseits ist also schon alt. Das ist nicht erst seit Twitter auf der Agenda, sondern das gibt es schon länger. Zu den historischen Streitpunkten gehörte vor allem die fehlende feministische transnationale Allianz. Die vielfältige plurale Gesellschaft, in der wir uns heute alltäglich befinden, bietet multiple Anknüpfungspunkte für ganz ähnliche Auseinandersetzungen, wobei immer weiter und immer feiner differenziert wird. Auch heute fragen wir, wer solidarisiert sich eigentlich mit wem? Wie weit darf Solidarität gehen? Und noch schwieriger, darf man eine solche Solidarität mit Diskriminierten auch kritisieren? Wie weit darf die Kritik an Minderheiten und ihrem Verhalten gehen, ohne dass sie rassistisch wird? Andersherum werden ebenso harte Fragen gestellt. Muslimische und andere Feministinnen kritisieren, dass westlich-europäisch geprägte Feministinnen die rassistischen Strukturen in der Gesellschaft gar nicht erkennen können und nicht entschieden genug dagegen ankämpfen. Die angefragten Feministinnen fühlen sich pauschal als rassistisch gebrandmarkt und kritisieren identitätspolitische Argumentationen. Im Jahr, auf das wir jetzt schon fast zurückblicken, war die Verleihung der Hedwig-Dom-Urkunde an Franziska Becker ein exemplarischer Fall. Es gab Empörung, der Vorwurf, Beckers Karikaturen sind rassistisch. Diese und ähnliche Auseinandersetzungen spielen sich aus meiner Sicht in der Hauptsache auf zwei Ebenen ab. Zum einen im öffentlichen Diskurs. Seit der Wahlniederlage Hillary Clintons in der umstrittenen Analyse durch Mark Liller und andere, dass die Demokraten in den USA Identity Politics möglicherweise zu weit getrieben haben, kreist auch hierzulande die Debatte um die Frage, was darf in der öffentlichen Diskursarena gesagt werden und was geht gar nicht. Wichtig dabei ist, wenn Identitätspolitik kritisiert wird, dann darf es nicht um das berechtigte Anliegen gehen, dass diskriminierte und benachteiligte Gruppen sich zu Gruppen allererst zusammenfinden und sich identifizieren und gemeinsam mit solidarisch gesinnten Gruppen, da sind wir jetzt immerhin einen Schritt weiter, dafür eintreten, nicht mehr diskriminiert zu werden oder wenigstens darauf hinzuweisen, dass sie diskriminiert werden. Identitätspolitik wird dann kritisiert, wenn sie erstens zu einem kulturellen Relativismus führt. Diese Auseinandersetzung wird insbesondere in der Kopftuchdebatte sehr hart ausgefochten. Ist es ein Symbol der Unterdrückung oder der kulturellen Vielfalt? Zweitens wird Identitätspolitik kritisiert, wenn und weil sie als gesellschaftliches Konzept keinen Begriff des Gemeinsamen entwickeln kann. Und das ist übrigens auch bei Lilla der entscheidende Punkt. Identität, das ist übrigens schon beim Pionier der Sozialpsychologie Erik Erikson so, Identität ist ein Abgrenzungsbegriff. Das Ich erfährt seine Identität allererst darin, dass es sich von anderen abgrenzt.
Wenn der öffentliche Diskurs nur noch aus einzelnen Identitäten bzw. einzelnen Gruppenidentitäten besteht, dann steht etwas zu befürchten, was Gottfried Wilhelm Leibniz schon Ende des 17. Jahrhunderts in seiner Monadenlehre voraussah. Und Habermas hat das 2005 aufgenommen und seine Befürchtung formuliert, nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger sich in vereinzelte, selbstinteressiert handelnde Monaden verwandeln, die nur noch ihre subjektiven Rechte wie Waffen gegeneinander richten. Diese Kritik an der mangelnden Integrationskraft identitätspolitischer Konzepte gibt es auch in einer zeitgenössischen weiblichen Variante, wenn Ihnen das jetzt zu viel Männer und zu viel Philosophie war. Zum Beispiel, wenn Svenja Flasspöhler auf die Frage, haben wir es mit der Identitätspolitik übertrieben, antwortet, klar sollen und dürfen benachteiligte Gruppen um Anerkennung kämpfen und dafür müssen sie sich nun mal als Gruppe benennen. Aber es gibt einen Punkt, an dem dieser Kampf zu gesamtgesellschaftlicher Zersplitterung führt. Dieser Punkt ist eindeutig erreicht. Eva Menasse geht noch einen Schritt weiter und spricht von jungen Menschen, die intelligent, gut ausgebildet, vernetzt, kreativ in ihren Protestformen sind, aber offenbar unfähig, ihre eigene militante Intoleranz zu erkennen. Über diese Frage, wie viel Vielfalt und Diversität unseren öffentlichen Diskurs prägt, wann Diskriminierung und Rassismus beginnen und wann Toleranz in militante Toleranz umschlägt, darüber müssen wir reden. Eine zweite Ebene, auf der sich diese Diskussion bewegt, ist die der Kunst, zu der Komik und Satire, ich komme zurück auf Franziska Becker, natürlich durchaus zu zählen sind. Franziska Becker ist ja nicht die Einzige, der Vorwurf der Diskriminierung von Minderheiten und Verletzung von Menschen gemacht wird. Stichwort Nobelpreisverleihung an Peter Handke. Für die Komik immerhin gibt es ja den Grundsatz, dass sie über Jahrhunderte die Waffe der Ohnmächtigen gegen die Mächtigen war. Und daraus folgt im Umkehrschluss, Menschen zu karikieren, die in der Minderheit oder benachteiligt sind, ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Andererseits sind in Sachen Kunst die Grenzen der Toleranz nicht von vornherein festgelegt, besonders dann, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler die Übereinkünfte der Gesellschaft gerade nicht teilt oder sie künstlerisch in Frage stellt, entsteht ein Freiraum der Gesellschaft oder der einzelnen Gruppen, den Spiegel vorzuhalten oder ihnen etwas zu erzählen, das sie über sich selber noch nicht wissen oder das sie über sich selber auf diese Weise noch nie gesehen haben. Denn erst hier beginnt überhaupt der Bereich von Toleranz. Toleranz heißt ja wörtlich Duldung. Die duldet, die erträgt etwas. Sie lehnt es ab, verachtet, missbilligt es, diese oder jene Karikatur, diese oder jene Glosse, diese oder jene Äußerung, aber sie toleriert es. Dieses Ethos der Toleranz hat seine Pointe gerade darin, dass wir Dinge tolerieren, obwohl wir sie ablehnen. Dass wir es aber akzeptieren, die Kopftuchkomiken, die Bücher von Peter Handke, heißt ja nur, dass wir deren Existenz anerkennen, aber keineswegs, dass wir ihren Geltungs-, ihren Macht- und ihren Alleinvertretungsanspruch akzeptieren oder gelten lassen. In einer offenen Gesellschaft ist es möglich, zu widersprechen und zu protestieren. Per Leo sagt, Toleranz beendet die Feindschaft unter Bürgern, aber genau dadurch ermöglicht sie ihren Konflikt. Die Konflikte diesseits des Bürgerkriegs finden gerade nicht außerhalb, sondern innerhalb der Toleranzgrenzen statt. Womit wir bei der Frage, die Friederike Sittler schon gestellt hat, wären, ob Konflikte gut sind für unsere Gesellschaft. Ja, wenn sie zivilisiert und in gegenseitiger Toleranz, in Respekt und Akzeptanz geführt werden, unbedingt, denn ein fairer Streit ist ein Zeichen von kultureller Nähe und von einer Gesellschaft, die sich gemeinsame Überzeugungen in einer kontroversen Debatte erkämpft. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung sehen übrigens genau da unsere Aufgabe, kontroverse Debatten, auch Konflikte zu thematisieren, ihnen einen Raum zu bieten, zu debattieren, sich zu begegnen, aber auch, wenn es klappt, hier und da Verständnis
füreinander zu entwickeln. Mit unserem Referat Migration and Diversity, das Mekon Meskena, der Co-Organisator des Abends, leitet, aber auch mit dem Gunda-Werner-Institut, das Henning von Bargen und Ines Kappert leiten, für Feminismus und Geschlechterdemokratie, haben wir in dieser Stiftung Orte etabliert, wo wir diese Diskussionen ganz bewusst führen. Aber auch im Bereich des Journalismus, der ja heute Abend hier im Fokus der Debatte steht, haben wir als Stiftung ein Programm, das die Vielfalt und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebenswirklichkeiten fördern soll. Unser Stipendienprogramm Medienvielfalt anders, junge Migrantinnen und Migranten in den Journalismus, läuft jetzt 10 Jahre. Wir denken immer, okay, wir müssten es vielleicht mal was Neues machen oder so, aber wir werden immer wieder gerade von Medien gebeten, weiterzumachen, mehr Nachwuchsjournalistinnen mit Migrationsgeschichte und People of Color auf ihrem Weg in den Journalismus zu unterstützen. Und auch hier ist mein Plädoyer: engagierter, vielfältiger, kritischer und selbstkritischer Journalismus, bitte, der sich auch hinauswagen muss aus der Komfortzone, der kritische Fragen stellen und aushalten muss an andere und an sich selbst. Und in der Konsequenz umfasst das auch die kritische Auseinandersetzung mit Positionen von gesellschaftlich diskriminierten Menschen. Auch wenn das zu Recht schwerfällt, nötig ist es aber in einer liberalen Gesellschaft, die zu einem Gemeinsamen finden will und muss, dennoch. Bevor wir in die Debatte steigen, die von Frau Hilfenhaus dankenswerterweise gleich moderiert werden wird, danke ich dem Journalistenbund für diese Partnerschaft, insbesondere natürlich Friederike Sittler und Doris Maul und Mekonnen Meskena, den ich schon erwähnt habe, für die Co-Organisation, die tolle Vorbereitung. Ich wünsche uns eine anregende Debatte und viel Spaß. Frau Hilfenhaus, Sie haben jetzt das Podium. Ja, vielen Dank. Ist es an? Hören Sie? Ja. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg in den Abend und für die spannenden Impulse, die wir auch in der Diskussion gleich nochmal aufgreifen werden. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute Abend hier sind und dieser Diskussion folgen werden. Bevor ich jetzt gleich die Gesprächspartnerinnen auf die Bühne bitte, noch ein paar Dinge zu dem Abend, wie der heute ablaufen wird. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit für eine Diskussion. Ich werde da am Ende auch schon das Panel öffnen für Ihre Fragen, falls da eben auch schon was ist. Also wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung an dieser Diskussion. Nach ungefähr einer Stunde, so gegen 20 Uhr, jetzt müsste ich nochmal gucken, 20 Uhr genau, gehen wir in Kleingruppen. Das heißt, Sie haben dann die Gelegenheit, mit den Referentinnen nochmal in einem kleinen Panel zu diskutieren. Und das geht ungefähr eine halbe Stunde. Da können Sie Ihre Fragen stellen, auch Ihre Anregungen loswerden, und es gibt einfach die Möglichkeit, das in kleiner Runde zu tun, und danach, das geht ungefähr eine halbe Stunde, treffen wir uns hier wieder zu einer Abschlussrunde mit, ja, mit Ihren Impulsen auch aus der kleinen Gruppe und mit Ihren Fragen, ja, und unserer Abschlussrunde dazu, genau. Dann soll ich noch darauf hinweisen, es gibt nach dieser Veranstaltung natürlich auch noch Snacks und Getränke hier draußen. Also auch da können Sie natürlich mit uns noch weiter diskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie dann noch ein bisschen bleiben. Und Sie haben auf Ihren Sitzen schon einen Fragebogen gefunden, der ist von der Böll-Stiftung. Und wir freuen uns, wenn Sie den ausfüllen und einfach Ihre Meinung kundtun, wie Ihnen diese Veranstaltung dann gefallen hat. So, jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel. Habe ich was vergessen? Genau. Es gibt einen Livestream von der Veranstaltung, und zwar von dieser ersten Diskussionsrunde. In den Kleingruppen wird es keinen Livestream mehr geben, das funktioniert nicht. Aber danach wird die Veranstaltung hier auf dem Panel nochmal weiter aufgezeichnet. Und das Ganze können Sie sich dann auch nochmal anschauen, und zwar auf, ich habe es mir aufgerufen, und zwar auf dem YouTube-Channel der Böll-Stiftung. Da können Sie sich das nochmal, sag ich mal, komplett anschauen und auch die letzte halbe Stunde, die nicht im Livestream zu sehen ist. Und apropos Livestream, herzlich willkommen auch die zu Hause, die, die über den Livestream die Veranstaltung mitverfolgen. So, das vielleicht kurz zur Einführung, und dann würde ich einfach die Referentinnen schon mit auf die Bühne bitten und Ihnen gleich vorstellen.
Also wir haben nur 4 Mikros, das heißt, 2 Referentinnen müssten sich ein Mikro teilen, vielleicht, genau. Okay, also ich stelle jetzt erst einmal kurz meine Gesprächspartnerinnen vor. Und zwar habe ich zu meiner Rechten Konstantina Vassiliou-N sitzen. Sie ist Journalistin und sie ist Geschäftsführerin der Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Sie hat mehr als 25 Jahre Erfahrung als Rundfunk- und Radiojournalistin und als Radiomoderatorin. Und sie ist hauptsächlich im RBB Hörfunk tätig gewesen, hat moderiert bei Radio Fritz, bei Radio Multikulti und Radio 1. Da haben Sie sicherlich gehört, wenn Sie aus Berlin sind. Und sie hat zwischendurch auch für ProSieben, die Deutsche Welle und das RBB Fernsehen gearbeitet. Und vielleicht kurz was zu den Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Das ist ein bundesweiter unabhängiger Zusammenschluss von Journalistinnen mit Migrationshintergrund und auch ohne, die sich seit 2008 für mehr kulturelle Vielfalt einsetzen durch ethnische Pluralität in den Medien. Und Frau Vassiliou-Enz konzipiert und koordiniert die Projekte, ist mit sehr großem Engagement dabei und ist daneben auch Referentin und gibt Seminare für Journalistinnen. Herzlich willkommen. Danke. Dann ist zu Gast Anna Meyerhauser. Sie ist freie Journalistin, Filmkritikerin und Chefredakteurin des Missy Magazine. Das Missy Magazine gibt es seit 2008, erscheint 6-mal im Jahr, behandelt Pop, Politik und Feminismus und ich zitiere jetzt und will einen intersektionalen Feminismus vermitteln, der die mitdenkt, die ansonsten ausgeschlossen werden, wie Migrantinnen oder Menschen ohne akademischen Hintergrund. Das passt sehr gut in die heutige Diskussionsrunde. Anna Meyerhauser war 2019 außerdem Mitherausgeberin der Anthologie Freie Stücke. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Die dritte in der Runde ist Kübra Gümüşay. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Netzaktivistin und setzt sich seit Jahren für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. Sie war Kolumnistin bei der Taz und hat zum Beispiel auch bei Hashtag-Kampagnen mitgewirkt bzw. die mitbegründet, wie zum Beispiel die Hashtag-Kampagne Schau hin oder auch Ausnahmslos. Und im Januar 2020 erscheint ihr erstes Buch, Sprache und Sein. Und darin zeigt sie, und das passt eben auch heute sehr gut in die Diskussionsrunde, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie halt immer als Teil einer Gruppe gesehen werden. Und sie geht in ihrem Buch auch der Frage nach, wie Sprache dabei unser Denken prägt und unsere Politik und unser Handeln mitbestimmt. Herzlich willkommen. So, und Friederike Sittler haben Sie ja schon kennengelernt, aber auch natürlich zu Ihnen noch ein paar Worte. Friederike Sittler ist Journalistin und studierte Theologin. Sie hat 2002 die Leitung der Redaktion Kirche und Religion beim RBB Hörfunk und Fernsehen übernommen. Seit Juli 2019 ist sie Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik vom Deutschlandradio. Und sie ist eben auch seit 2019 die Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Und noch 1-2 Worte zum Journalistinnenbund. Das ist ein Netzwerk von Frauen im Journalismus, die sich halt für engagierten Qualitätsjournalismus einsetzen, für Menschen- und Frauenrechte und auch für mehr Macht für Frauen in den Medien und der Gesellschaft. Genau, und der Journalistinnenbund vergibt jedes Jahr die Hedwig-Dom-Urkunde. Das haben wir schon gehört. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. So, und In den Impulsvorträgen von Friederike Sittler und auch von Ellen Überscheer ist ja schon angesprochen worden, was quasi der Anlass für diese Diskussionsrunde heute ist. Darüber wollen wir auch noch mal kurz sprechen. Also es geht um die Verleihung der Hedwig-Dom-Urkunde an Franziska Becker. Aber das soll nicht allein das Thema sein. Also es geht schon darum, welche Auswirkungen das natürlich auch auf den Journalismus hat und welche weitreichenderen Folgen. Also diese Diskussion, wo stehen wir, was geht gar nicht. Das eben nicht nur in Bezug auf die Karikatur zu diskutieren, sondern tatsächlich diese Frage zu stellen, was geht im Journalismus, wo gibt es da Gemeinsamkeiten oder eben auch Unterschiede. Und vielleicht noch mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, Anlass, das hatte Friederike Sittler schon gesagt, war eben die Verleihung der Urkunde an Franziska Becker,
die und der Vorwurf, der im Raum stand, dass sie eben mit ihren Karikaturen sich islamfeindlicher Klischees bedient. Ihre Karikaturen seien zum Teil islamfeindlich und rassistisch. Vor allem die Darstellung eben von kopftuchtragenden Frauen. Und es gab viel Kritik daran. Und ich würde da noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil diese Kritik auch von den neuen deutschen Medienmacherinnen kam. Deswegen gleich direkt an Sie die Frage, Frau Vassiljo-Enz. Was war der Kritikpunkt und warum haben Sie gesagt, das geht gar nicht? Wir haben gar nicht gesagt, das geht gar nicht. Wir haben nur gesagt, wir finden es nicht gut. Also, und das gehört ja zu einem Konflikt dazu. Also wir haben auch gar nicht das erst öffentlich gemacht, sondern haben einfach in einer Nachricht an den Journalistinnenbund, mit dem wir auch vorher viel immer wieder zusammengearbeitet haben, Kooperationen gemacht haben. Wir sind ja, ich würde jetzt nicht sagen engste Freundinnen, aber schon Vereine, die beide sehr ähnliche Dinge wollen. Und haben ihm geschrieben, dass wir schon sehen, dass Franziska Becker irgendwie ihre große Lebensleistung durchaus vorweisen kann, aber dass wir fanden, dass diese speziellen Sachen, also Franziska Beckers Lebenswerk halt in den 80ern nicht aufhört, sondern danach irgendwie auf eine Weise weiterging, die wir nicht in Ordnung fanden und die, wo wir fanden irgendwie, dass Perspektiven von den Frauen, die da gezeigt werden, eben überhaupt nicht mit berücksichtigt werden und dass diese vor allem dieses immer wiederkehrende Narrativ von irgendwie einem islamisierten Deutschland, und so muss man es auch sehen, also so das zeigten ja diese Karikaturen immer wieder, wir nicht für richtig hielten, und das ist ein Narrativ, das von Rechtsradikalen und Rechtsextremen kommt, und wir haben uns eben gefragt, ob das tatsächlich irgendwie berücksichtigt wurde, ob das irgendwie Eingang gefunden hat in diese Entscheidung oder nicht. Mhm. Frau Sittler, Sie als Journalistinnenbund haben die Hedwig-Dom-Urkunde eben vergeben. Wie war das für Sie, als dann diese Kritik kam? Ich war da noch gar nicht Vorsitzende, sondern hatte Urlaub und stand im Garten, und dann brach die Welle über uns herein. Also es war der alte Vorstand, die Jury hat es entschieden. Und ich habe dann versucht, auch zu verstehen, diese Debatte, weil ich tatsächlich eine andere Herkunft habe. Ich bin aufgewachsen mit Franziska Becker. Mir hat sie auch geholfen, immer mal herzlich zu lachen. Und ich bin ein Mensch, ja, ich gucke mir Karikaturen an. Und tatsächlich ist es so bei mir, dass ich manchmal eine Karikatur sehe und denke, die sitzt aber unter der Gürtellinie. Und dann schlage ich die Seite um und sage, das gehört auch dazu, dieses Erdulden von Karikaturen. Ich habe die Verletzung gesehen, ich habe aber auch gedacht, es kann nicht sein, dass dann auf Twitter mal eben es heißt, eine gestandene Frau ist rassistisch, islamophob, und das steht dann in der Welt. Und es ist nicht belegt. Das finde ich, das ist echt ein Problem von Twitter, dass man da dann einfach mal so einen Satz stehen hat und dann eine Frau mit ihrem Lebenswerk da steht. Und die Jury hat so entschieden, und es gab dann keinen Grund für den damals amtierenden Vorstand zu sagen, wir gehen weg von der Entscheidung. Was dann passierte, war für so einen kleinen Verband wie den Journalistinnenbund echt große Herausforderung, plötzlich in so einem Shitstorm zu stehen und dann auch zu überlegen, haben wir jetzt, weil wir das Etikett bekommen haben, rassistisch, islamophob, ein Sicherheitsproblem bei der Verleihung der Urkunde. Also das ist ja dann die andere Seite der Medaille, dass es dann plötzlich heißt, wenn das so ist, dann könnte es da dann auch tatsächlich Fundamentalisten geben und wir könnten zum Angriffspunkt werden. Also deswegen hat es uns sehr bewegt. Das Tolle an der Diskussion finde ich, dass wir jetzt einfach ein Stück weiter sind. Der neue Vorstand hat sich auch intensiv damit beschäftigt, und ich glaube wirklich, und das war auch die Reaktion auf die Veranstaltung heute, es so wichtig ist, über diese Themen zu reden. Mich beschäftigt mehr der Journalismus als solcher als die Karikaturen. Also insofern, kurz der Bogen. Werden wir gleich darauf eingehen. Sie wollten noch was dazu sagen, Frau Vassiljo-Enz. Ich gönne es überhaupt niemandem, und es ist schrecklich, aber Sicherheitsrisiken bei Veranstaltungen zu haben, die haben wir halt immer. Und es ist schrecklich, dass sich das ausweitet, aber das ist jetzt, also vielleicht hilft es ein bisschen nachzufühlen, warum sich das für viele so angefühlt hat, wie jetzt ehrlich, also das ist von euch gedeckt. Und wir haben ja nicht gesagt, dass Franziska Becker eine Rassistin ist. Wir haben gesagt, dass diese, oder zumindest haben wir als Neue Deutsche MedienmacherInnen das jedenfalls gemacht, dass diese Karikaturen im Einzelnen es sind. Wir haben, ich weiß nicht, wer jetzt alles was im Netz getan hat, aber so wie ich gesehen habe, hat auch Sibel Schick, die das ja ausgelöst hat, nicht gesagt, dass sie eine Rassistin sei oder so. Also da stand, wenn ich mich richtig erinnere, die Karikatur, also die Frau ist bekannt dafür, dass sie rassistisch ist und islamophob ist. Und ich habe die Karikaturen mit meinem, ja, westlichen, christlichen Blick gelesen, als sie sind sehr Islamismus
kritisch, sie spießen etwas auf, sie sind, wie Karikaturen immer sind, sehr, sehr überspitzt. Da kommt aber auch mein Erfahrungshintergrund dazu, weil ich ja aufgewachsen bin mit Franziska Becker. Ich selber bin ein religiöser Mensch und ich habe viele Karikaturen von Franziska Becker gesehen, die sie sich mit dicken Kreuzen um den Hals oder Hinduismus, Buddhismus, was sie alles auf dem Kicker hatte, esoterische Bewegungen, dicke Frauen kriegen auch ihr Fett weg, Lesben kriegen ihr Fett weg. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nur austeilt in eine Richtung. Vielleicht Tendenzen will ich gar nicht bestreiten, aber deswegen habe ich diese Zuckungen nicht gehabt in diesem Ausmaß, aber mich dann dadurch intensiv beschäftigt und auch nochmal versucht zu verstehen, was ist das Problem im Diskurs zwischen Feminismus, Intersektionalität, Journalismus. Genau, und wenn ihr dann gemerkt habt, woher diese Zuckungen kommt, das ist doch schon mal ein ziemlich großer und guter Schritt. Also die Art und Weise, wie kritisiert wird und das zum Beispiel über soziale Netzwerke, das durchaus auch kritisch sein kann, das stimmt. Das würde ich jetzt an der Diskussion aber vielleicht mal außen vor lassen, weil es ja tatsächlich auch um den Inhalt geht. Und ich habe ein Interview mit Franziska Becker gefunden, die vom Spiegel gefragt worden ist, was darf Satire? Und sie hat halt gesagt, alles, wenn sie gut ist, die Frage ist, was muss Satire? Sie muss zuspitzen und sie muss heftig sein, wenn sie den Betrachter zum Nachdenken anregen will. Und wir haben ja schon auch in den Impulsvorträgen gehört, wo sind da Grenzen? Und offensichtlich gibt es da ja gefühlt auch Grenzen. Also es gibt ja unterschiedliche Meinungen dazu. Anna Meyerhauser, wie sehen Sie das? Gibt es Grenzen, wo man sagen kann, bis dahin und irgendwie dann doch nicht weiter? Ja, also wir hatten ja auf Missy leider keinen aktuellen Artikel zu dem Franziska Becker-Vorfall quasi. Nur unsere Online-Kolumnistin Sibel Schick hat ja dann eben dieses Kommentar für Spiegel Online geschrieben. Und mir, als ich diesen Fall verfolgt habe, habe ich es schon so empfunden, dass Sie sprechen ja so die religionskritischen Karikaturen generell von Franziska Becker an. Und ich habe da schon einen großen Unterschied empfunden in der Art, wie sie zum Beispiel das Christentum kritisiert und sich darüber lustig macht und wie sie den Islam kritisiert. Ich fand das schon sehr deutlich, dass in den Comics, in denen es um das Christentum ging, die auch schon ein bisschen älter waren zum Teil, einfach Würdenträger der christlichen Kirche angegriffen werden, ihre Heuchelei irgendwie enttarnt wird, sich darüber lustig gemacht wird, über diese Macht. Und es sind in den betroffenen Comics ja ganz klar um ein Bild von der Kopftuch tragenden Frau als Täterin ging, die Deutschland islamisieren möchte. Und das empfinde ich auf jeden Fall in einer Tradition von einer rassistischen Bildsprache. Und ich denke, darüber muss man dann auch sprechen, jetzt abseits davon, ob man das darf oder nicht oder wie weit man gehen darf. Es wurde ja schon mehrfach der Satz heute gesagt, irgendwie, man darf nicht nach unten treten. Also wenn man eben sich zum Beispiel Satire anschaut, aber vielleicht auch Berichterstattung. Kübra Gümüşay würde ich jetzt auch nochmal fragen an der Stelle. Auch von Alice Schwarzer kam ja zum Beispiel der Vorwurf, das ist Zensur, wenn man jetzt sowas nicht mehr zeigen darf. Und eben dieser Punkt, wenn sie auf die treten, die ohnehin unten sind. Friederike Sittler hat in ihrem Vortrag gesagt, ja, wer entscheidet denn eigentlich, wer oben und unten ist? Also wie sehen Sie das? Ist das dann Zensur, wenn man sagt, sowas darf man jetzt nicht zeigen? Also ich finde, Margarete Stokowski hat das schon sehr schön formuliert, die Sie auch zitiert haben, dass Satire immer nach, oder dass man immer nach oben hintreten sollte. Und ja, klar ist die Frage, wo ist unten? Aber ich denke, wenn wir uns vergegenwärtigen, also wir sind jetzt hier in einem Raum und jetzt nehmen wir mal an, diesen Raum hätten Menschen mit Behinderung keinen Zugang, aus verschiedensten Gründen, aber vor allem architektonische Gründe. Und aber wir sozusagen führen hier häufiger mal Gespräche darüber, dass sie ja jetzt nicht so viel wert sind wie wir, hier und da, also jetzt nicht nur in dem spezifischen Kontext auf der Bühne, aber untereinander. Und wir profilieren uns darüber und dann wird hier auf der Bühne, werden dann noch Witze darüber gemacht über diese Menschen, die nicht im Raum sind, die nicht mitsprechen können, die nicht darauf reagieren können, dann sollte man sich, also es geht noch gar nicht um Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit oder irgendwas anderes. Ist das ethisch? Also wollen wir solche Menschen sein? Also wollen wir Menschen sein, die sich andere Menschen, und da geht es halt nicht um Islamismus, also in den Comics ging es nicht darum,
was ich ja absolut legitim halte. Man kann sich meinetwegen sehr, sehr gerne über islamistische Terroristen und Extremisten lustig machen, sehr gerne. Aber wenn dort ganz normale Musliminnen, die sichtbar muslimisch sind, wenn die zu Täterinnen erklärt werden, Frauen, die auf der Straße zum Teil angegriffen werden, angespuckt werden, denen das Kopftuch zum Teil runtergezogen wird. Gar nicht so wenige Monate davor gab es in Berlin einen Fall, wo eine schwangere, kopftuchtragende Frau in den Bauch geschlagen worden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden würden, wo diese Frauen mit am Tisch sitzen, mitreden, Ressourcen haben und Machtpositionen haben, um sich entsprechend zu verteidigen, sondern es sind Frauen, die im politischen Diskurs, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder zu Feindbildern erklärt werden, entmenschlicht werden. Und wenn dann Witze, Satire über diese Frauen stattfindet, dann abseits von Rassismus und allem. Wollen wir wirklich solche Menschen sein? Wollen wir mit Teil dieser Entmenschlichung sein? Wollen wir damit auch mit Verantwortung dafür tragen, dass diese Frauen zur Zielscheibe werden? Und ich finde, man darf niemals, niemals vernachlässigen, dass als Medienschaffende, als Journalistinnen, als Künstlerinnen, als Musikerinnen, als all jene, die irgendwas in den öffentlichen Raum stellen, wir immer in einem Kontext leben. Und wenn wir diesen Kontext verleugnen und so tun, als gäbe es den nicht, dann werden wir unserer Arbeit nicht gerecht. Und wir alle haben eine Verantwortung, wenn wir in der Öffentlichkeit sprechen. Die Worte, die wir sprechen, haben Wirkung. Und ich finde, als Journalistinnen sind sich alle sicherlich dessen bewusst, wenn sie bewusst im Journalistinnenbund Mitglied sind, weil sie ganz genau wissen, wie wichtig es ist, als Frau in bestimmten Redaktionen, in Redaktionsprozessen, in Meinungsbildungsprozessen Teil zu sein. Und was passiert, wenn Frauen nicht Teil von Redaktionen sind, wenn sie nicht Teil von Meinungsbildungsprozessen sind, was dann plötzlich für Dynamiken und was plötzlich für politische weltanschauliche Positionen mehrheitsfähig werden. Und wenn man all das weiß, dann ist es nur eine kleine Transferleistung hin zu anderen Minderheiten. Frau Vassilien, Sie wollten was dazu sagen? Ich habe es am Anfang schon gesagt und ich habe das Gefühl, dass das geht jetzt wieder so rum, was man darf und was man nicht darf. Ich weiß gar nicht, also das ist ja nicht die Frage. Franziska Becker darf zeichnen, was sie will. Der Journalistinnenbund darf auch auszeichnen, wen sie will. Also wir dürfen alles Mögliche, viel freier als hier können wir kaum sein. Aber das heißt eben auch, dass man Verantwortung dann trägt für die Dinge, die man auszeichnet oder für die Dinge, die man zeichnet. Und wenn es Gruppen gibt, die sich damit gemeint fühlen und die sich damit irgendwie diskriminiert fühlen, dann dürfen die eben genauso ihre Ansichten dazu sagen. Und das ist vielleicht neu, dass die Gruppen lauter werden oder dass sie eine Plattform haben wie das Netz, wo dann tatsächlich irgendwie die Dinge groß werden und sie es nicht nur irgendwie zu Hause beim Tee untereinander machen. Das ist doch eigentlich, also das ist eine gute Sache. Und hier zu reden über das, was man darf oder nicht darf, halte ich für extrem gefährlich, weil es so wirkt, als würde man irgendwas nicht dürfen und dem ist nicht so. Ich habe die Frage, ich verstehe Ihre Argumentation der Gefährdung, aber was, und ich verstehe auch, also ich stimme Ihnen völlig zu mit dem Thema der Verantwortung, weil das ist ja das, was ich als Journalistin tue. Ich versuche als Journalistin, alle zu hören und es so zusammenzufassen, dass sich alle auch richtig dargestellt fühlen und dass eine Debatte übersetzt wird und auch verstehbar wird. Im Kommentar werde ich eine Haltung bekunden und muss auch da gucken, dass sie verantwortbar ist, dass ich nicht jemanden unzulässig kritisiere. Wenn ich jetzt aber, es gibt Islamismus, wenn ich den jetzt darstellen will, also wie dann? Also das habe ich mich dann auch gefragt. Also dann könnte man es nicht zeichnen. Es ist tatsächlich, also die Christen sind immer mit dem dicken, fetten Kreuz zu erkennen. Die Frauen haben bei Franziska Becker dann einen Karo-Rock und irgendeine blöde Bluse und ein dickes Kreuz. Oder haben den Talar aus der evangelischen Kirche. Die Männer sind immer leicht zu zeichnen. Ist im Islam auch so, sind auch relativ leicht zu zeichnen. Aber wie könnte man es anders darstellen? Also, oder ist es dann eine Tabuzone für Karikatur? Nein, wir dürfen alles so. Aber was wäre jetzt zum Beispiel Ihre Vorstellung, wie eine Karikatur aussehen könnte, die versucht, Islamismus zu kritisieren? Genau. Also ich will ihr nicht die Arbeit abnehmen. Sie ist schließlich Expertin für ihr Feld, aber es gibt unheimlich viele Karikaturen, die es schaffen, nicht rassistisch zu sein, wo es um Islamismus geht. Es gibt unzählige muslimische Cartoonisten weltweit,
also die seit Jahren das machen. Das ist jetzt nicht so, als würde man von ihr eine Übermenschlichkeit einfordern, sondern es ist durchaus doable. Und ich will jetzt keine, hier diese Zeichnung wäre jetzt oder diese Darstellungsform wäre jetzt irgendwie nicht rassistisch. Es geht ja auch um den Kontext. Also wenn das in einem Magazin erscheint, das immer wieder antimuslimisch-rassistische Artikel platziert, wenn es in einem Kontext passiert, wo diese Frauen nie für sich sprechen, sondern immer über sie gesprochen wird, wenn es in einem Kontext passiert, wo diese Stimmen einfach nicht auftauchen, dann ist sozusagen der Kontext viel wichtiger als dann tatsächlich der einzelne Comic. Also es ist ein anderes Beispiel wäre jetzt gewesen, es gäbe ein Magazin, wo nur Männer arbeiten und ein Mann macht halt Comics und greift alle an, aber immer wenn Frauen thematisiert werden, sind diese Comics extrem sexistisch und dann wird sozusagen eine Lebensleistung ausgezeichnet für diesen Mann und dann kritisieren Frauen, dass er sehr sexistisch über Frauen schreibt und sie so darstellt, dann heißt es, ja, aber jetzt, ihr müsst das doch auch abkönnen. Ja, wenn er ab und zu mal das machen würde, wenn er aber auch mal diese Frauen verteidigen würde, wenn es ausgewogen wäre, wäre es was anderes. Aber es zieht sich ja durch. Es ist ja jetzt nicht so ein Ausrutscher oder so. Es geht wirklich nicht darum, dass, und das finde ich so wichtig, was du gesagt hast, es geht hier nicht darum, was darf man nicht. Es geht auch darum, wer wollen wir sein. Wir definieren uns immer über die ganz Extremen und Grenzen. Wir reden gar nicht darüber, was für Menschen wir, also was, das ist nämlich das Problem. Sie zeichnen dort etwas aus. Das ist dann sozusagen ein Vorbild. Und ich finde, wir müssen sehr darauf achten, was wir als Ideal darstellen. Und wenn etwas dem Ideal, das wir haben, von Menschen nicht entspricht, dann muss das auf jeden Fall Berücksichtigung finden. Wobei ich da ja zum Beispiel die Frage stellen würde, wer legt zum Beispiel fest, was ein Ideal ist? Also wer legt fest, wie Dinge auszusehen haben? Also auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das würde ich vielleicht nochmal aufgreifen und an Anna Meyerhauser auch weitergeben. Die Frage, wenn ich zum Beispiel selber gar nicht betroffen bin, wobei Betroffener vielleicht jetzt nicht das richtige Wort ist, aber wenn ich eben nicht zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, darf ich dann, und da bin ich trotzdem wieder bei dem Wort dürfen, aber das kam ja jetzt eben schon, kann ich dann trotzdem darüber berichten zum Beispiel, um jetzt vielleicht auch mal ein bisschen von der Karikatur wegzukommen. Also wenn es darum geht, im Gespräch zu sein, das ist wichtig, aber kann ich mir auch eine Meinung bilden, wenn derjenige, der vielleicht betroffen ist, nicht mit im Raum ist und ich mit dem vielleicht gar nicht gesprochen habe, kann ich trotzdem eine Meinung dazu haben und die auch kundtun? Also so ganz handwerklich journalistisch wäre es ja nicht so toll, wenn ich mir eine Meinung bilde, ohne dass ich mit einer betroffenen Person gesprochen habe. Das ist richtig. Also je nachdem, welche Textsorte ich gerade bediene, ist das natürlich unbedingt notwendig. Wenn die Frage jetzt darauf abzielt, darf ich überhaupt über irgendetwas schreiben oder journalistisch berichten, also ist wieder dieses Darf, dann ja, natürlich darf man das auch. Es ist aber eben wichtig, immer seine eigene Positionierung mitzudenken und sich eben zu fragen, wo stehe ich denn in dieser Gesellschaft? Was ist denn mein sozialer Hintergrund? Warum regt mich denn ein Thema so auf? Oder, ja. Oder warum kann ich es nur von einer Seite anschauen? Genau. Also vielleicht, also wenn es jetzt um... Ja. Achso, darf ich? Ja, gerne. Wenn es um Journalismus geht, also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man nur, wenn man betroffen ist, über irgendwas sprechen oder schreiben kann und interkulturell kompetent sein kann. Das ist was man erlernen kann. Das ist eine Qualifikation. Und die ist vielleicht leichter und mit Lebenserfahrung irgendwie zu erlangen, wenn man irgendwie zu einer Gruppe gehört, die diskriminiert ist und dann einfach viel leichter verstehen kann, was gemeint ist, wenn Gruppen, die sich eben diskriminiert fühlen, sagen, aber Moment mal. Aber das kann man durchaus lernen. Das hat überhaupt nichts mit einer Familienherkunft oder so zu tun, sondern
Und wir als Neue Deutsche MedienmacherInnen finden, dass das tatsächlich auch eine, was mit Professionalität im Journalismus zu tun hat, zu verstehen und zu reflektieren, dass wir alle Vorurteile haben, auch ich, wir haben alle Vorurteile, das ist nichts, das ist menschlich und wir könnten sonst gar nicht anders, wenn wir nicht irgendwelche Muster anlegen würden, wir würden ja verrückt werden, alles von Neuem anzugucken, aber ich muss doch lernen, und das gehört auch zu meinem Beruf als Journalistin, zu verstehen, wo ich stehe und welche Perspektive es möglicherweise noch gibt, die ich vielleicht nicht verstehe, aber die ich mir einholen sollte, weil ich eben ein ganzes Bild zeichnen will. Und wenn, um jetzt den Einführungstext zu zitieren, ich eine professionelle Fremdbeobachtung vornehmen will, dann muss ich schon auch verstehen, welche Blickwinkel es gibt. Ich kann nicht nur von einer Seite gucken. Ich kann nicht nur aus meiner Lebenswelt gucken und glauben, das ist der Mittelpunkt der Welt und diese deutsche Brille, wie man ja auch oft irgendwie heranführt, ist das Einzige, wie man auf irgendwie Dinge angucken kann. Also jetzt, wenn es jetzt um Außenpolitik geht zum Beispiel, da ist es so besonders deutlich. Das stimmt, wobei man das Gefühl hat, oder die Frage ist eben, ob es nicht bestimmte Themen gibt, wo es schwierig ist, eine Debatte zu führen oder wo, sage ich mal, vielleicht auch vorgefertigte Meinungen zitieren. Ich würde einmal gerne was zitieren, was ich gefunden habe auf Ihrer Facebook-Seite, wo Sie geschrieben haben, das Hier und Wieder von Rassismus ist in unseren Augen keine Debattengrundlage. Für viele deutsche Medienmacherinnen ist Rassismus keine Verhandlungssache. Aber gefühlt, wenn ich jetzt eben unterschiedliche Meinungen angehe und auch die Definition von Rassismus, sage ich mal, oder wann jemand etwas rassistisch empfindet, gibt es ja unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist keine Debattengrundlage, verschließen Sie sich doch der Diskussion. Naja, das hat was mit unserem Grundgesetz zu tun und nicht mit, also Rassismus ist ja nicht einfach so, oh ja, diese Diskussion finde ich, also wir sagen deswegen, dass es keine Debattengrundlage ist, weil eben nicht, dass irgendeine Meinung ist wie jede andere auch, sondern ich schließe Menschen aus, ich diskriminiere sie, ich enthalte ihnen ganz viele Dinge im Leben vor. Also Rassismus ist doch nichts, worüber man redet, pro und contra. Das kann man doch nicht machen. Also wo landen wir denn dann? Frau Sittler? Also, ja. Ich wüsste nur immer so gerne, wie der Rassismus tatsächlich dann an Stellen definiert wird, weil ich habe jetzt viel gelesen in der Vorbereitung und interessanterweise zum Beispiel bei Lady Bitch Ray gibt es ein Glossar zu allen möglichen Begriffen, aber nicht zum Thema Rassismus. Der Begriff Rassismus taucht unheimlich oft auf oder auch bei Alice Hasters sehr viele, das ist eine rassistische Diskriminierung, Ansprechhaltung und. Und ich versuche es nachzuvollziehen und ich glaube, ich bin ja jetzt schon jemand, die hat viel gelesen und ich würde mir so wünschen, dass noch weitere Teile auch der Bevölkerung an der Stelle nochmal mitgenommen würden, zu verstehen, warum es an dieser Stelle rassistisch ist. Und das wäre mein Wunsch an die Debatte, genau das immer noch mal auch erklärt zu bekommen, auch wenn es für die Betroffenen so völlig klar ist. Aber es gibt ja Menschen, die haben andere Diskriminierungserfahrungen, die jetzt nichts mit Rassismus zu tun hat. Aber ich kann sagen, als offen lebende Lesbe kenne ich schon auch blöde Sprüche. Das sind keine, und also ja, Alice Hasters beschreibt, was ihr als dunkelhäutiger Frau passiert ist in dieser Gesellschaft. Ich sage dann, na gut, also uns wird dann immer als Paar die Frage gestellt, und wer ist bei euch der Frau, die Frau und wer ist der Mann? Na, den Spruch kann ich ja auch gut abhaben. Also das ist auch ein Klischee, mit dem wir konfrontiert werden. So, und deswegen aber die Menschen müssen ja auch verstehen, warum das eine blöde Frage ist. Für Heteros ist das scheinbar die naheliegendste Frage der Welt, immer zu fragen, warum, also wer bei den lesbischen Paaren der Mann und die Frau ist. So, aber wir müssen sie mitnehmen. Ich muss mich dann erklären. Deswegen mein Wunsch immer, dieses ja, mehr zu erfahren. Kann man mein Glossar aus der Tasche holen, dann gebe ich es dir gleich mal. Wobei ich ja verstehen kann, dass man sich nicht immer erklären möchte. Also man möchte ja nicht, die Frage ist, ab wann kann man eigentlich sagen, ich möchte nicht immer wieder von vorne anfangen und neu erklären müssen. Irgendwann muss es doch auch mal gut sein. Frau Gümüşay. Naja, also Sie haben jetzt zwei Quellen genannt. Es gibt hier im Raum etliche Personen, aber auch außerhalb dieses Raumes, die schon sehr, sehr seit vielen Jahren zu diesen Themen arbeiten und wo sehr, also wenn man sich wirklich bemüht, dann kann man sich, also nicht nur bemüht, also wo fange ich an? Achso, hier. Also es gibt halt Quellen. Also es ist ein bisschen so wie, also ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen oder so, aber oder Sie jetzt bloßstellen, aber es ist halt so, dass
es ist so, wie wenn man auf dem Podium sitzt und über Sexismus spricht und jemand dann sagt, ja, aber jetzt definiert mir das doch mal. Also es ist halt, es ist sehr viel Arbeit dazu da. Es sind sehr viele Quellen dazu da. Und wir leben, glaube ich, auch in einer Gesellschaft, wo wir, wenn wir unser Grundgesetz ernst nehmen, wenn wir bestimmte Ideale wirklich auch leben und umsetzen wollen, wenn wir wirklich, also es gibt ein sehr schönes Buch von Naika Furutan, wo sie als zentralen Konflikt unserer Zeit beschreibt, dass der Abstand zwischen, dass wir wirklich unsere Ideale umsetzen wollen und der Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit einer der Hauptkonflikte unserer Zeit sind. Wir wollen wirklich geschlechtergerecht leben. Wir wollen wirklich antirassistisch leben. Wir wollen wirklich Gerechtigkeit in den verschiedensten Facetten unseres Lebens. Und das führt aber das Problem ist, das Grundproblem ist, um auch an den Impulsvortrag von Ellen anzuknüpfen, unser Grundproblem ist, wir wissen nicht, wie eine antirassistische, wie eine antisexistische, wie eine Gesellschaft frei von Homofeindlichkeit, frei von Islamfeindlichkeit etc. etc. aussieht. Wir kennen diese Welt nicht. Niemand von uns hat diese Welt erlebt. Und jetzt führen wir aktuell eine Debatte von, ja, aber wie soll es denn sein? Und es werden Antworten gefordert, die aber niemand wirklich geben kann. Wir können nur sagen, dass das, wie es gegenwärtig ist, diskriminierend ist. Nun kann man natürlich sagen, wie Lila, Fukuyama und viele andere, ja okay, es jetzt würde zu einer gesellschaftlichen Fragmentierung führen, müssen wir halt deshalb von Anfang an ablehnen. Das Grundproblem ist doch, dass, also wenn man es wirklich ganz, 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 ganz runterbrechen würde, all diese Themen, ob nun Sexismus, ob nun Rassismus, ob irgendwelche anderen Diskriminierungsformen, es ist einfach ein unverschämter Mangel an Demut. Ein unverschämter Mangel an Demut, weil eine Personengruppe voraussetzt, dass alles so ist, wie die Personengruppe Dinge wahrnimmt und das anderen aufstülpt. Männer, die voraussetzen, alles müsse so sein, weil, ne, also wie oft haben Sie Konversationen geführt mit Personen, die überrascht sind, dass sie Diskriminierung erfahren als homosexuelle Person? Wie oft haben Sie Gespräche geführt, wo Menschen überrascht waren, nicht glauben konnten, dass sie Sexismus erleben, weil sie als Mann es nie erlebt haben? Wie oft führen wir Gespräche mit Menschen, die vollkommen schockiert sind, dass es Rassismus gibt, weil sie als weiße Person nie Rassismus erlebt haben? Es ist dieser Mangel an Perspektivbewusstsein, und schon Nietzsche schrieb damals darüber, wenn wir irgendwie näher an Objektivität kommen wollen, dann ist es unheimlich wichtig, sich der eigenen Perspektive bewusst zu sein, des eigenen Horizontes bewusst zu sein. Und gerade der Mangel, dieser unverschämte Mangel an Perspektivbewusstsein führt dazu, dass man andere Perspektiven negiert. Und dann kommen Menschen und sagen, nein, aber meine Wahrnehmung ist so. Und dann wirft man denen vor, dass sie mit Identitätspolitik kommen und es würde zu einer gesellschaftlichen Fragmentierung kommen. Ja, wenn eine Personengruppe nicht erst über andere derart Macht ausüben würde, gäbe es gar kein Bedürfnis nach Widerstand. Das heißt, wohin müssen wir hin? Ich habe keine abschließenden Antworten, aber ich glaube, was sich definitiv in unserer Medienkultur ändern muss, was sich an unserer Debattenkultur ändern muss, das haben Sie selber sehr schön am Anfang gesagt, ist, dass man in Diskurse geht mit der Offenheit dafür, dass man falsch liegen kann. Dass man in Diskurse geht und dann auch zweifeln kann. Ich habe nicht den Anspruch, hier auf diesem Panel nicht widerlegt zu werden oder dass meine Meinung die absolut richtige sein muss, sondern ich denke, wir bewegen uns in einem Wandel, und was wir halt auf jeden Fall nicht dürfen ist, uns, und das ist so ein bisschen traurig in diesen Debatten, ich verstehe den Impuls, wenn so sehr polarisierte Debatten stattfinden, dass man all die nuancierten Stimmen der Kritik ausblendet, weil die anderen so harsch sind und die gesamte, in Anführungszeichen, Gegenseite über die extrem lauten Stimmen definiert. Aber wenn man das ausblenden würde, dann würde man sehen, dass da sehr viel wohlwollende Kritik ist, dass da sehr viel konstruktive Kritik ist. Ja, es gibt diese anderen auch, aber wir machen es uns insgesamt in dieser Gesellschaft gegenwärtig sehr einfach, indem wir immer nur auf die extrem Positionen reagieren und den Gegner oder die Gegnerin oder die gegnerische Seite über die Extrempositionen definieren. Wir machen es uns zu einfach. Und das ist jetzt gar nicht nur auf dieses eine Thema bezogen oder auf das, auf diesen einen Konflikt, ist ja nur ein wirklich ganz kleiner Beispiel. Es gäbe, alle könnten hier im Raum wahrscheinlich 100 andere Beispiele aus dem letzten Jahr nehmen, die genau diese Dynamik haben. Und ich glaube, so kommen wir einfach nicht weiter.
Aber was bedeutet das für den Journalismus? Also was bedeutet das zum Beispiel für die Frau Meyerhauser, für die journalistische Arbeit in der Redaktion? Wenn ich sage, ich möchte diese anderen Sachen mitdenken, natürlich meine Perspektive auch in Frage stellen, aber wie kann ich das erreichen? Denn wenn wir zum Beispiel mal in journalistische Redaktionen gucken, sind die natürlich nicht besonders divers. Also wie kann ich das erreichen? Was kann ich machen? Also das ist ein bisschen schwierig, das aus der Perspektive des Missy-Magazins zu beantworten, weil wir ja ein alternatives Medium schon sind quasi. Ne? Ich denke, das wäre vielleicht spannender, wenn man sich da eher klassische Redaktionen ansieht. Und das Missy-Magazin mag zwar in der Redaktion, in der Zusammenstellung etwas diverser sein als die deutschsprachige Durchschnittsredaktion, aber das war es erstens auch nicht von Anfang an und zweitens ist es auch jetzt auch noch nicht weit so divers, wie es sein könnte. Also das ist ein längerer Prozess, an dem wir seit 10 Jahren arbeiten de facto. Und ganz klar ändert sich was, wenn in Redaktionen nicht alle die gleiche soziale Herkunft haben, nicht alle aus der gleichen Schicht kommen und so weiter und so fort. Ne? Und kommen da einfach viel mehr unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zusammen, was ja letztlich auch dem Journalismus einfach sehr gut tut, weil einfach viel in den Fokus gerät, das vorher überhaupt nicht besprochen worden ist. Wir achten sehr stark darauf, auf die Auswahl unserer freien Autorinnen. Wir suchen sehr lange für gewisse Themen Autorinnen mit Expertisen. Ich denke auch, dass wir eben alle nicht so viel Angst davor haben sollten, kritisiert zu werden, weil wir eben, ja, wir sind in einer sexistischen und rassistischen und antisemitischen Welt sozialisiert worden und sind nicht frei davon. Aber die Frage ist eben, wie gehe ich damit um und wie lerne ich weiter? Und ja. Ich stimme Ihnen zu, absolut, dass wir noch sehr viel Nachholbedarf haben in der Vielfalt und dem Wahrnehmen von verschiedenen Perspektiven. Ich glaube auch, dass wir im Journalismus nach wie vor viel zu sehr in einem bestimmten Milieu unterwegs sind. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich gebe zu, dass ich präferiere den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil ich dann in meinem Metier auch nochmal auch wirklich Menschenfeindlichkeit in anderen Gruppierungen auch nochmal in den Blick nehmen kann, was mir wichtig ist. Also das, was Heidmeier in Bielefeld gemacht hat, auch immer nochmal genau zu untersuchen. Auch zum Beispiel die Abwertung von Mittelstandsleuten gegenüber Hartz-IV-Bezieherinnen, Beziehern oder gegenüber Obdachlosen. Also deswegen ist mir der Begriff lieber und ich kannte die Definition der neuen deutschen Medienmacherin zum Thema Rassismus. Aber ich glaube trotzdem, dass auch da in der Gesellschaft, in der Debatte, manchmal verwenden wir Begriffe, ohne nochmal auch den anderen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, es zu erklären. Wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist in dieser Debatte, es hat jetzt momentan immer so den Anschein, als wenn wir irgendwie noch, weiß ich nicht, 40 Jahre zurück wären. Ich habe jetzt festgestellt, ich gehöre dann doch schon zur dritten Welle des Feminismus, weil ich bin jetzt zarte 50, obwohl ich immer so Gefühl habe, von der Rückspiegelung, ich scheine schon irgendwie so älter zu sein und zweite Welle Feminismus und es wird einem so vorgeworfen, die weiße privilegierte Frau. Wir haben aber natürlich auch gekämpft. Ich habe in den 90er Jahren feministische Theologie betrieben und wir haben sehr stark darauf geachtet, in der wissenschaftlichen Hermeneutik auch immer zu sagen, woher wir kommen. Also ich bin weiß, ich bin privilegiert, ich bin in Europa aufgewachsen. Wir haben uns mit Befreiungstheologie beschäftigt, um genau die Perspektive der anderen auch zu übernehmen. Und es wirkt jetzt immer so ein bisschen, als wenn wir aus einem langen Schlaf aufwachen würden und hätten davon noch nie gehört. Wir haben Defizite. Demut finde ich immer einen ganz wunderbaren Begriff. Der Demut geht uns, glaube ich, in der Gesellschaft öfter mal ab. Ich wehre mich aber dagegen, als wenn wir das jetzt erst merken würden. Nein, und wir haben auch schon auch in früheren Jahren bemüht, Menschen auch mit hineinzusehen, größere Vielfalt. Und ich finde ganz schwierig auch mal diese Zahlenoperationen, die machen auch gerne die neuen deutschen Medienmacherinnen. Dann lese ich, 25% der Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Im nächsten Satz danach kommt dann People of Color. Das weckt bei mir die Assoziation, es sind
25% der Deutschen sind irgendwie mit einer anderen Hautfarbe. Aber das ist ja nicht gemeint, habe ich auch verstanden. Aber ich würde mal gerne eine Infratest-DMAP-Umfrage haben, wie viele Menschen was assoziieren bei People of Color. Dann werden wir schon mal weiter. Und wenn dann zum Beispiel die Kritik an Talkshows kommt, dann sehe ich zum Beispiel auch, Paul Ziemiak ist in Polen geboren. Ja, das ist auch ein Migrationshintergrund. Den der ist noch nicht angekommen. Katharina Barley ist mit einem britischen Elternteil. Also auch diese Migrationsgeschichte dürfen wir, finde ich, ja nicht vergessen. Dann gibt es aber nochmal die Differenzierung. Also mich stört, wenn wir so tun, als wenn das irgendwie ganz neu wäre. Nein, wir diskutieren schon länger da und ich wehre mich dann als weiße, privilegierte Frau, jetzt irgendwie 40 Jahre nichts gesehen zu haben. Also ein bisschen weiter waren wir dann schon. Aber ich finde es interessant, dass Sie jetzt bei der Frage sagen, ja seit 40 Jahren, aber bei anderen Fragen sagen und sagen, man müsse das jetzt nicht nochmal ansprechen, aber bei anderen Fragen dann sagen, ja bitte nochmal erklären. Meine Bitte ist, dass Sie es auch nochmal Menschen erklären. Also es kommt in Büchern, sind Sätze drin, die heißen da, das hier ist eine, das ist Rassismus oder auf Twitter ist Rassismus. Und mir wäre so dran gelegen, wir haben heute Abend ein wahnsinnig interessiertes Publikum. Sie sind in der Diskussion drin. Aber ich würde so gerne noch andere Menschen mitnehmen. Jetzt kriegen Sie es mit. Ja, aber das ist jetzt keine Antirassismus-Info-Veranstaltung, wo wir jetzt einen Workshop machen, um über das Thema... Genau, aber zum Beispiel, also ich habe auch Erfahrungen mit anderen Organisationen, wo dann zum Beispiel ein Mitglied antirassistisches Ausfallendes gesagt hat, woraufhin der Vorstand reagiert hat mit, okay, anscheinend haben wir bei uns im Verband, das ist ein großer Verband, der das gemacht hat, von Frauen geführt und gesagt hat, anscheinend haben wir ein Problem, wir machen einen Antirassismus-Workshop. Wir bilden uns dazu weiter. Natürlich kann man jetzt im Diskurs, also ich bin da bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen noch mehr Menschen mitnehmen, es braucht sozusagen noch mehr Menschen, die versuchen, mehrheitsfähig diese Themen anzusprechen. Ich finde, es braucht aber eine Gleichzeitigkeit. Es braucht jene, die scharf kritisieren, ähnlich wie im Feminismus. Es braucht jene Feministinnen, die sehr scharf kritisieren, sich sehr unbequem sind, weil auch das Unbequeme wichtig ist, um zu pushen. Und es braucht jene, die dann etwas geduldiger dann bestimmten Menschen erklären, warum jetzt sie sich sexistisch gerade verhalten. Aber es braucht diese Gleichzeitigkeit. Aber es gibt diese Stimmen halt. Es gibt Institutionen, es gibt Workshops, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich zu diesem Thema weiterzubilden. Aber das Learning aus dieser Erfahrung ist doch viel mehr, dass man sich zu dem Thema noch weiterbilden kann. Und das ist doch ein Geschenk. Und dann zu sagen, gut, als Journalistinnenbund möchten wir ein Anti-Bias-Training machen oder wir lassen uns von einer Antirassismus-Trainerin zu dem Thema beraten und uns weiterbilden. Und, also, außer Sie sagen, nee, wir sind schon eigentlich schon genug sensibilisiert dafür, wir brauchen das nicht. Aber ich finde, um das abzuschließen, es ist ja bei allen Themen ähnlich, also bei Sexismus ähnlich, bei Antisemitismus ähnlich. Es ist am Ende des Tages, es ist vor allem die eigene Verantwortung, sich zu diesen Themen weiterzubilden. Und natürlich ist es ein Privileg, wenn man das kann und deshalb ist es wichtig, dass es sozusagen Menschen gibt in der Öffentlichkeit, die versuchen, einer breiteren Öffentlichkeit diese Themen beizubringen, aber die gibt es ja auch. Wir wollen keinen Dialog machen, aber mir geht es jetzt nicht darum, wir können immer noch Fortbildungsveranstaltungen machen, mir geht es nur darum, dass ich brauche als Journalistin, die ich auch in einem öffentlich-rechtlichen Sender arbeite, brauche ich auch immer wieder Gesprächspartnerinnen, die nicht nur etwas für sie Selbstverständliches in den Satz packen, sondern die auch nochmal den Halbsatz machen, um es dem breiteren Publikum zu erklären. Genau, aber da würde ich ganz kurz an Frau Vassiliou-Enz das Wort übergeben, weil ja die Frage ist, wie kann ich das eben übergeben und transportieren an vielleicht ein breiteres Publikum? Indem man es anhand von sehr anschaulichen Beispielen zum Beispiel erklärt. Und ich glaube, dass ihr als Feministin das absolut verstehen könntet, weil in den 50er und 60er Jahren in den Redaktionen Frauen auch meistens Sekretärinnen waren oder mal die Kochseite oder Beratungsdinger gemacht haben. Und wenn ihr euch diese Redaktionen angeguckt habt damals oder ihr euch vorstellt, oder ich meine, wir sind ja beide irgendwie nicht mehr ganz, ganz super jung, dann könnt ihr genau nachfühlen, wie es uns geht, wenn wir in die Redaktionen gehen und da reingucken oder wenn wir eine Talkshow sehen und sehen, dass irgendwie sehr, sehr viele eben da überhaupt nicht repräsentieren oder uns repräsentieren und wir da überhaupt nicht vorkommen. Also eigentlich ist das ganz, ganz einfach zu verstehen, gerade für euch. Ich glaube, das ist auch gar nicht so, dass das die Schwierigkeit ist. Aber diese Vergleiche helfen immer zu erklären, worum es geht.
Man fühlt sich nicht wiedergegeben, nicht repräsentiert. Es ist, als wären wir kaum da oder nur in einem Problemzusammenhang. Ich glaube, das, worauf Sie ja auch hinaus wollten, funktioniert mein Mikro ja, das, worauf Sie hinaus wollten, ist ja auch die Frage, wie kann ich das, also auch diese Diskussionsrunde hier und das Publikum, das hier ist und ein Interesse hat, ist natürlich an der Stelle auch schon vorgebildet. Und auch da bewegen wir uns ja in einer gewissen Bubble. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich da raus? Muss ich dann vielleicht auch Sachen vereinfachen? Und das, was Sie ja angesprochen haben, wenn ich erstmal erklären muss, was verstehe ich unter People of Color oder wo ist dann der Unterschied zu der und der Begrifflichkeit? Schließe ich da nicht ganz viele Menschen aus, die das noch nicht kennen und denen das vielleicht auch zu schwierig ist? Oder Sie haben gesagt, die Selbstverantwortung, jeder ist für sich selbst verantwortlich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich das, die Notwendigkeit vielleicht noch gar nicht sehe. Also ich verstehe das total. Und wenn es so wäre, wäre es wirklich dramatisch. Aber es gibt, also Sie haben gerade Alice Hasses als Beispiel genannt, die jetzt sehr geduldig auf Zeit Online, auf Spiegel Online, auf Zeit Campus, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und überall dort, wo sie interviewt wird, sehr geduldig und anschaulich all diese Fragen erklärt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen in der Öffentlichkeit, die versuchen wirklich so behutsam und so anschaulich wie möglich all diese Themen Menschen näher zu bringen. Ich komme wieder daraufhin zurück, dass wir es uns häufig zu einfach machen und das machen sich auch sehr viele irgendwie männliche Kolumnisten zu einfach, indem sie die gesamte feministische Szene reduzieren auf irgendeine marginale Kleinstdebatte, wo irgendjemand irgendwas gesagt und dann so eine, wie nennt man das, so eine Strohmann-Diskussion führen, so als sei die Gegenseite irgendwie überhaupt nicht bereit, im Gespräch zu führen, sich zu erklären, so als sei die Gegenseite irgendwie, also stimmt ja nicht. Sie sehen ja hier drei Menschen, die sich schon der antirassistischen, intersektionalen, feministischen Szene zuschreiben würden und zugehörig fühlen würden, die allesamt im Alltag, wie in den Medien und überall eigentlich versuchen, so klar und konstruktiv wie möglich all diese Themen anzusprechen. Aber darf ich kurz da vielleicht mal an Anna Meyerhauser die Frage stellen, wen erreichen Sie damit? Ja, wir haben natürlich, wir sind ja ein Popkulturmagazin für Feminismus und das heißt, wir haben natürlich eine sehr spezielle Zielgruppe. Also wir sind ja einfach, also wir versuchen natürlich viele Leute zu erreichen, aber wir sind in einer gewissen Art und Weise auch ein Fachmagazin, sage ich jetzt mal, und das hat auch seine Berechtigung. So. Und deshalb, ich werde relativ oft in Interviews gefragt, dass dieser und jener Artikel in der Missy so wahnsinnig unverständlich gewesen wäre oder wie wir eben in diese Begrifflichkeiten oder diese Diskurse erklären. Und ich glaube auch, dass da beides sein muss. Es gibt in der Missy ganz viele ganz zugängliche Artikel, die ganz einfach gelesen, also die ganz einfach geschrieben sind, die ganz einfach zugänglich sind. Es muss aber auch Artikel geben, die darüber hinausgehen und wo man einfach auch in einen tieferen Diskurs gehen muss und für den man eben auch eine spezielle Sprache braucht. Und wir versuchen diese Sprache auch in der Missy immer wieder zu erklären. Wir haben eine eigene Rubrik dafür, dass das nicht jeden interessiert. Das ist klar. Genau. Vielleicht schon mal die Frage, gibt es schon Fragen aus dem Publikum an die? Eine Sache, die mir noch wichtig wäre, weil Sie zum Beispiel angesprochen haben, dann wird über so und so gesagt, dass sie rassistisch sei und islamfeindlich sei. Zugleich aber ist in dem Magazin, wo diese Comics erscheinen, sind sehr diffamierende, übelste Texte über andere Frauen, wo über die entwürdigende, existenzgefährdende Dinge geschrieben werden. In so einem Magazin erscheint das. Und ich vermisse manchmal die Kritik genau an dieser Seite, wenn dann Frauen, bloß weil sie sichtbar muslimisch sind, als Islamistinnen beschrieben werden, wenn über diese Frauen irgendwelche Verschwörungstheorien publiziert werden. Und das passiert dann halt auch. Und was bedeutet es in dieser gegenwärtigen Gesellschaft, heute als Islamistin bezeichnet zu werden, als stinknormale Muslimin? Und das passiert Ihnen? Also
Ja, 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 von in dem Magazin, wo dieses Comic erschienen ist. Also ich will gar nicht das auf diesen einen Fall reduzieren, sondern ich möchte nur sagen, dass es an insgesamt, also dass ich mir wünschen würde, dass man dann genauso hellhörig wird, wenn über andere Menschen derart verurteilend diskutiert wird. Ich würde darauf gleich noch mal eingehen. Und vielleicht Friederike Sittler, weil Sie ja direkt angesprochen worden sind, wenn Sie da noch kurz was sagen. Ich bin nicht die Frau, die jetzt die Emma-Verteidigerin geben muss. Also arbeite nicht für dieses Medium. Ich habe immer für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet. Und wir haben, finde ich auch, über die vielen Jahre sehr viel auch geleistet im Hinblick auf Darstellung. Aber wir müssen eben auch noch mal kritisch nachfragen. Und gut, da gibt es ja manchmal auch so das Spannungsfeld. Manchmal wird überkritisch nachgefragt und das müssen wir auch immer wieder prüfen. Also auch da ist ja im Journalismus immer wieder zu gucken, was haben wir publiziert und stimmt es eigentlich auch? Das müssen wir aber an anderen Stellen auch tun. Und Sie empfinden diese Artikel jetzt so, das ist Ihre Empfindung. Deswegen, ich mache jetzt hier nicht die Emma-Kritikerin, sondern Sie müssten mir jetzt bei Deutschlandradio oder vorher beim RBB sagen, wo da Sendungen waren, wo eine falsche Darstellung wäre. Das wäre dann mein Job, mich auch nochmal auseinanderzusetzen. Grundsätzlich, wir sind Journalistin, ja, wir kennen Diskriminierungserfahrung, ja, wir sind überhaupt nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben jetzt nur gegenseitige Pole eingenommen. Und grundsätzlich, na klar, wir wollen auch irgendwie gemeinsam weiterkommen. Nur, es gibt auch mal Konflikte, die können wir auch mal austragen. Ja. Vielen Dank. Es gibt schon eine Frage aus dem Publikum. Ja, da ist das Mikro. Jetzt haben Sie mich auf eine Frage festgelegt. Mir liegt aber wirklich sehr dran, auch nochmal, ich bin Hilde Weg, ich gehöre auch zum Vorstand vom Journalistinnenbund und ich möchte einfach auch nochmal eingehen auf das Thema heute Abend und zwei Dinge anmerken zu der Diskussion, wie sie jetzt gerade läuft. Also das, was meiner Meinung nach nicht gesehen wird, ist, dass es auch innerhalb des Islam, der muslimischen Gemeinschaft durchaus Kritik gibt an dem Kopftuch, dass das nicht abgebildet wird. Also das, was auch zum Teil an den... Das Erste, was mir ganz wichtig ist zu sagen, es geht hier um 6 oder 7 Karikaturen innerhalb von 40 Jahren, also innerhalb von tausenden Karikaturen. Also ich stehe auch dazu zu sagen, Franziska Becker hat diese Auszeichnung verdient. Also das einfach nur mal so, weil die Proportionalität sonst auch nicht gewährleistet ist. Sie hat große Verdienste sich erworben. Und dass nicht alle Cartoons glücklich sind, das mag sein. Das mag manchen missfallen. Der andere Punkt ist, der auch außer Acht gelassen wurde, auch in dieser Diskussion. Ja, wir haben verstanden, was Rassismus ist und was rassistisch ist. Wir haben auch viel dazugelernt durch die Debatte. Was man aber jetzt nicht sieht, ist, dass diese 6 oder 7 Karikaturen, um die es geht, in einem haltenden Zeitraum von 40 Jahren auch mit in die Debatte reingeworfen wurden und jeweils in eigenem Zusammenhang stehen, also auch anders kontextualisiert sind, als wir es heute tun. Auch das möchte ich noch mitgeben. Und dass ich glaube, wir unterschätzen, wie stark die Diskussion, die wir hier ja führen wollen, doch überschattet ist von den Ritualen und den Mechanismen, die die sozialen Medien hervorbringen. Dass es nämlich doch auch immer zu stark polarisiert und zu vereinfacht diskutiert wird. Das ist eine Hit-and-Run-Kommunikation, dass gesagt wird, das ist rassistisch, das müsst ihr jetzt kapieren und dann ist Schluss. Und wir versuchen ja hier was anderes. Und mich würde interessieren, wie gelingt es denn, Diversität und Vielfalt in die Diskussion mit hier reinzunehmen? Auch was Friederike Sittler beschäftigt, auch in ihrem redaktionellen Umfeld. Wie kann es denn gelingen, Diversität abzubilden, ohne dass dann gleich Scheuklappen angelegt werden müssen? Und letzter Punkt. Ich stehe auch dazu, dass man sagt, Satire muss man auch aushalten. Also es gibt auch Formen, wenn wir, also Satire ist notwendig nicht politisch korrekt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der mir gefehlt hat in der Debatte bisher. Und wenn wir das nicht mehr aushalten, wo kommen wir dann hin? Also, dass man vielleicht zusammen auf dem Podium auch in die Richtung guckt, wo der gemeinsame Feind steht, ja, und sich nicht untereinander irgendwie Erbsen zählt und aus Idealismus Ideologie macht, wo eigentlich die großen Feinde nicht innerhalb des Feminismus stehen, sondern außerhalb. Wollen Sie auch gerne was dazu sagen? Ich muss nur ganz kurz korrigieren. Also die Stellen, die ihr einmal angegeben hat, ich habe 50 Cartoons, 50 einzelne Karikaturen gezählt. Das waren nicht 6, 7.
Ich habe sie gesehen und durchgezählt. 40 Jahren bei Tausenden. Ja. Nee, also ich weiß, 40 Jahren weiß also ich nichts. Aber da sind wir ja an dem Punkt, was schon diskutiert wurde, dass ja offensichtlich da schon eine unterschiedliche Wahrnehmung eben auch vielleicht stattfindet. Und ich finde, was in dieser Diskussion wichtig ist, und darüber sollten wir ein bisschen hinausgehen, dass es nicht nur an dieser Karikatur aufgehangen wird, weil natürlich haben Karikaturen, das ist eine Kunstform, glaube ich, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu betrachten als zum Beispiel die Berichterstattung oder die journalistische Arbeit. Also da gibt es, finde ich, auch noch Unterschiede. Sie wollten aber was dazu sagen. Ja, genau. Oppermann von Eine Welt der Vielfalt. Wir haben den Anspruch, intersektional, mehrdimensional gegen Diskriminierung vorzugehen. Und ich selber ordne mich der weißen westdeutschen feministischen Bewegung zu, schon lange. Und ich finde, wir haben auch sehr viel erreicht. Aber der weiße westdeutsche Feminismus hat irgendwann mal verpasst, sich mit anderen Diskriminierungsdimensionen überhaupt ernsthaft auseinanderzusetzen. Also für mich ist es immer mehr eine Bewegung geworden, die sehr stark selbstprivilegierend unterwegs ist, also mit dem ganzen Frauen in Führungspositionen und so weiter. Und dass es sehr wenig Offenheit gibt für das gesamte Thema Diversity. Also inzwischen bin ich, meine Lebenserfahrung ist, dass die größten Feindinnen eines übergreifenden Ansatzes häufig weiße westdeutsche Feministinnen sind. Also es geht jetzt ein bisschen hier über Journalismus hinaus, aber für mich ist die Debatte hinter dieser Folie, wie positioniert sich der Feminismus generell, wie intersektional ist er, wie vielfältig, ist ein sehr, sehr großes Defizit. Und ich behaupte, dass das, was Sie vorhin als Bubble, wir sind uns ja alle so einig, dass das nicht stimmt. Es gibt starke Polarisierungen, es gibt starke rassistische Elemente, natürlich nicht alle, ist klar, aber es gibt schon eine rassistische, islamfeindliche Strömung im weißen westdeutschen Feminismus. Und ich würde das auch gerne mal debattieren und nicht gleich so drüber gehen, wir wollen ja alle das Gleiche, das glaube ich nicht. Ja, bitte. Ich will nur einen Satz sagen zum Thema Religion. Ich bin ein religiöser Mensch, ich bin Theologin und ich halte Religion für ungemein gefährlich, wenn sie missbraucht wird. Und deswegen bin ich jemand, die sich immer, und zwar mit jeder Religion, kritisch auseinandersetzt, vor allem wenn das religiöse Argument für Gewalt, für Krieg, für Rassismus, wie auch immer, benutzt wird. Deswegen ist es mir immer so wichtig, auch sehr genau zu gucken, was ist im Islam, welche Strömungen gibt es. Auch da bin ich immer als Fachjournalistin lange Jahre unterwegs gewesen, aber mich genauso auch mit der katholischen Kirche, mit Opus Dei auseinanderzusetzen, mit der evangelischen Kirche, mit Pietisten, mit evangelikalen Bewegungen oder auch mit gewalttätigen Buddhisten, auch das gibt's. So, also deswegen, ich will nur mal sagen, ich habe immer so ein bisschen die große Schwierigkeit, dass mir das so ein Herzensanliegen ist, und da sage ich auch mal Herzensanliegen, was ich immer sonst doof finde im Journalismus, weil ich glaube, das hat da nichts zu suchen. Aber als Theologin ist mir so wichtig, mich mit Religion sehr, sehr kritisch auseinanderzusetzen, weil aufgrund dessen, dass da eine höhere Macht angenommen wird, es unglaublich leicht ist, damit zu argumentieren und sich nicht mehr belehren zu lassen. Und deswegen bringe ich das als dann auch gelernte Fachjournalistin immer in den Diskurs ein. Also. Ja. Achso. Ja, eine Frage haben wir noch. Genau. Das Mikro, achso. Ja, also ich fände es nicht besonders spannend, hier innerhalb dieser Bubble weiter zu diskutieren. Ich finde, wir haben doch ein ganz anderes Anliegen. Wir sind uns hier der Problematik überwiegend bewusst. Wir wissen, dass wir rassistische Tendenzen manchmal haben, dass wir manchmal Dinge sagen oder schreiben oder senden, die nicht richtig sind, wo wir vielleicht nicht lange genug nachgedacht haben oder wo wir vielleicht auch gewisse Dinge noch nicht erkannt haben. Rassistisch, sexistisch, was auch immer. Aber es geht doch nicht darum, was wir hier innerhalb unserer Zirkel und unserer verschiedenen Verbände machen, sondern es geht doch, Journalismus will doch was bewirken bei den Leuten, für die wir schreiben oder senden. Das heißt, es muss doch darum gehen, wie machen wir denn Rassismus oder Sexismus bewusst bei unseren Leserinnen, Hörerinnen, Zuschauerinnen. Das ist doch unser Problem. Wenn wir in Redaktionen sitzen, in denen, und das ist zum Beispiel bei uns auch der Fall, in der ausschließlich
weiße, gut gebildete, gut ausgebildete Leute mit dem absolut gleichen Hintergrund sitzen. Wie kriegen wir das fertig, uns in andere Positionen reinzudenken? Wie kriegen wir es fertig, Interviewpartnerinnen zu finden, die aus anderen Sektionen und Bereichen kommen? Wie bringen wir es fertig, uns dagegen zu wehren, wenn uns zum Beispiel beim Thema Frauen, um das mal zu nehmen, Gleichberechtigung von Frauen in den Redaktionen und in der Darstellung, wenn ich jetzt gerade an diverse Studien aus der letzten Zeit denke, dass wir überhaupt Frauen als Protagonistinnen präsentieren können, egal ob das feministische oder sonstige Frauen sind, überhaupt mal Frauen präsentieren zu können. Und wenn wir dann von oben von irgendwelchen Redaktionsleitern gesagt bekommen, das ist nicht wichtig oder da nimmt man lieber jemand anderes und Männer dominieren nach wie vor die Berichterstattung, das ist doch unser Problem. Die Frage bzw. den Ansatz würde ich gleich an Sie weitergeben, Frau Vassiljo-Enz. Klar, Sissi, das ist durchaus unser Problem und darum gibt es die neuen deutschen MedienmacherInnen, weil wir finden, da passiert ganz viel, was mit dem, was wir als Journalistin als unser Handwerkszeug empfinden, eigentlich nicht übereinstimmt und mit dem, was wir an Grundlagen haben und mit dem, was wir eigentlich wollen und sollten als Journalistin. Und da geht es ja nicht darum, irgendwen zu erziehen, sondern das abzubilden und einzuordnen und zu analysieren, was passiert und die Geschichten einzuordnen und sie in einen größeren Kontext zu stellen und nicht einfach irgendwas nur abzubilden oder irgendwen irgendwie nachzuplappern, sondern genau das ist das, was wir in unserem Job machen sollten. Und dafür, genau dafür braucht es verschiedene Blickwinkel und verschiedene Perspektiven, verschiedene Leute und alle Seiten, die sich innerhalb eines demokratischen Kontextes und nicht antidemokratisch sind und nicht rassistisch sind und nicht menschenfeindlich sind, weil das ist wieder, finde ich, was anderes. Die muss ich nicht behandeln wie alle anderen Positionen auch. Aber das ist unsere Aufgabe und je homogener die Redaktionen sind, desto weniger automatisch passiert es. Da hast du total recht. Aber es gibt ja durchaus auch einige Anstrengungen. Also, keine Ahnung, unser Glossar, das sich mit Sprache befasst und eben die Seite der Leute, die damit bezeichnet werden, mit verschiedenen Begriffen aufzeigt und Alternativen bietet. Oder den Vielfaltfinder, diese Expertendatenbank. Okay, sie ist jetzt eingeschlafen, aber ich habe jetzt wieder, wir machen uns neu dran. Also es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann. Und wenn, also in dem Moment, in dem es Leuten wie dir und vielen anderen bewusst wird, ist schon viel mehr passiert als in den letzten 10, 20 Jahren geschehen ist. Also da bin ich schon ziemlich okay mit. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon, deswegen vielleicht einmal noch kurz, bevor wir dann in die Kleingruppen gehen. Okay, ich habe so viele Notizen. Also ich fand es sehr interessant, dass immer wieder so ein Stichwort fällt von aushalten müssen. Wir halten so viel aus. Wir halten so viel aus. Und die Kritik, wenn wir dann Kritik an Unterdrückung, an Ungerechtigkeiten aussprechen, dass dann plötzlich sagt, also wieso wird die Kritik nicht ausgehalten? Wieso wird von Menschen, die Unterdrückung erfahren, die Rassismus erfahren, wo über die hergezogen wird öffentlich, wo sie entmenschlicht werden, wieso wird von den Menschen ständig erwartet, dass sie alles aushalten müssen? Das tut weh. Und wenn man das ausspricht, dass es weh tut, dann tut man es auf eine unterschiedliche Weise. Die einen kritisieren scharf, die anderen versuchen, die Wunde zu zeigen. Und wenn man die Wunde zeigt, dann heißt es, ja, Opfer. Und dann heißt es, ja, ihr fahrt einen Kuschelkurs mit dem Islam. Wann war der Kuschelkurs? Warum habe ich ihn verpasst? Also ernsthaft, also wann war die Zeit, wo wir so ganz behutsam mit muslimischen Menschen in Deutschland umgegangen wären? Ich bin total bei Ihnen. Jeder Missbrauch von Religionen, aber auch von anderen Ideologien, aber ja von Religion, weil es besonders extreme Folgen haben kann, muss kritisiert werden. Aber das passiert ja auch permanent. Was nicht passiert ist, dass immer dann, wenn aus dieser berechtigten Kritik dann Rassismus wird, dass man dann aufhorcht und sagt, nein, das machen wir nicht mit. Dass diejenigen Menschen, die Kritik ausüben an sichtbaren Musliminnen in Deutschland, wenn die dann reihenweise Applaus von Rechten bekommen, dass man sich von denen distanziert und diesen Applaus verweigert, das passiert nicht. Wenn diejenigen Personen dann vor der FPÖ referieren oder
wieder zur AfD referieren, dann sieht man das nicht als Problem. Wenn die Öl ins Feuer gießen in Diskurse aus Rechten, aus Rechtsextremen, aus rassistischen Szenen, dann wird das nicht ausreichend kritisiert. Und das ist wichtig. Es ist wichtig. Ich bin total bei Ihnen. Es darf nicht dazu führen, dass wir dann plötzlich so aus Angst vor Rassismus dann irgendwie gar nichts mehr thematisieren. Wir müssen aber eine Kultur entwickeln, wo wir sicherstellen, dass wir Menschen nicht demütigen, wo wir Menschen nicht diskriminieren. Und es gibt einen sehr schönen Satz von dem afroamerikanischen Autor Robert Jones. Er sagt, we can disagree and still love each other unless our disagreement is rooted upon the denial of my humanity and right to exist. Und in dem Moment, wo wir Debatten führen, wo die Existenz von Menschen verhandelt wird, in dem Moment, wo wir, und das haben wir gemacht in Deutschland, mit Öffentlich-Rechtlichen, mit Radios, TV etc., wo wir darüber debattiert haben, ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein können, weil Alexander Garland meinte, über Jeremy Boateng sagen zu müssen, dass die Leute ihn nicht zum Nachbarn haben wollen würden. Das ist nämlich das, was Sie so schön am Ende gesagt haben. Das ist nämlich das gegenwärtige Problem in unserer Gesellschaft, dass all jene Journalistinnen, die sich politisch gegen Extremismus, gegen Menschenfeindlichkeit positionieren, dass denen vorgeworfen wird, sie würden sich mit etwas gemein machen. Sie machen sich mit unserem Grundgesetz gemein. Das ist die eigentliche Herausforderung, die wir haben, dass all jene, die hier im Raum sitzen, Journalistinnen wahrscheinlich sind, die ein politisches Interesse haben und ein Grundgerüst haben, aber bloß weil sie das haben, nun als Gutmenschen abgetan werden, dass ihnen sozusagen ihre journalistische Professionalität abgesprochen wird. Dabei müsste man die journalistische Professionalität jenen absprechen, die glauben, ein Mikro gegenüber Rechten hinzuhalten sei Journalismus. Und das ist das, was wir thematisieren müssen. Ich würde jetzt sagen, wir würden erstmal in die Kleingruppen gehen. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Aspekte und Ansätze schon und werden darüber auch gleich nochmal weiter diskutieren tatsächlich, wie aktivistisch Journalismus eben auch sein kann, sein muss. Aber gehen jetzt erstmal in die Kleingruppen, wo Sie mit den Referentinnen diskutieren können. Und zwar würden wir das jetzt einfach so machen, dass wir uns quasi sammeln. Es gibt zwei Gruppen hier in diesem Raum. Einmal von der Frau Gümüşay, die würde sich dann dort quasi sammeln, die Gruppe. Und die Gruppe von Friederike Sittler dann hier. Also wenn Sie da teilnehmen wollen, dann hier Friederike Sittler. Da können Sie sich mit Kübra Gümüşay weiter unterhalten. Und hier vorne im Foyer würden dann Gesprächsrunden stattfinden. Einmal mit Frau Vassiliou Enz und einmal mit Frau Meyer. Entschuldigung, jetzt. genau, und da bitte sammeln Sie sich hier vorne. Und wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um miteinander zu diskutieren. Genau. Und mit Frau Meyerhauser, ich glaube, Sie würden wahrscheinlich dann so ein bisschen um die Ecke gehen, sammeln sich aber hier vorne. Genau. Also. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich kann schon mal sagen, ich glaube, wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde mindestens an jedem Stand quasi weiter diskutieren können. Also ich bin einfach jetzt mal von Gruppe zu Gruppe gegangen und habe gesehen, dass da viel miteinander diskutiert wurde und sehr viele Themen angesprochen wurden. Ein Thema habe ich in zwei Gruppen, wurde da sehr intensiv nochmal besprochen, tatsächlich das Thema der Intersektionalität und wie man es abbilden kann. Und ich habe mir zwei Notizen gemacht, die ich ganz spannend fand. Und zwar in der Gruppe von Kübra Gümüşay wurde eben gesagt, dass es häufig eben passiert, dass Menschen keine Komplexität zugeschrieben wird, sondern man das eben als eine Gruppe quasi zusammenfasst und versucht immer Dinge abschließend zu erklären und dass das ein Problem ist. Und in der anderen Gruppe bei Friederike Sittler kam der Hinweis oder der Punkt, dass es natürlich ganz wichtig ist, sich mit Intersektionalität und damit auseinanderzusetzen, aber dass das natürlich ein Problem ist oder eine Schwierigkeit oder eine, ja, wortwörtlich wurde gesagt, absolute Überforderung ist, gleichzeitig immer alle zu berücksichtigen in ihren Diskriminierungen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns offensichtlich. Und auch im Journalismus. Und das würde ich jetzt gerne, weil es in Ihren beiden Gruppen war, direkt an Sie geben. Es gibt ein sehr schönes Buch von Roxane Gay, der heißt Bad Feminist. Und da sagt sie am Ende, unter anderem sagt sie,
dass sie versucht, dass sie immer wieder versucht und dass sie es natürlich nicht schaffen kann, perfekt all diese Ideale umzusetzen, aber und dass sie auch nicht behauptet, es perfekt zu beherrschen. Sie ist eine schwarze lesbische Autorin aus afroamerikanische Autorin aus den USA, die darüber schreibt, dass sie auch Musik hört, die zum Teil sexistisch ist oder Kultur konsumiert und etc. Es ist ja durchwoben alles. Es ist unmöglich, perfekt all das umzusetzen. Alles, was wir tun können, ist versuchen. Und sie sagt am Ende, I would rather be a bad feminist than no feminist at all. Und ich glaube, dass es sich jetzt also dass es sozusagen sich unmöglich anfühlt gerade, weil man das Gefühl hat, für jede Handlung, für jeden Satz, für jeden Gedanken, der nicht absolut dem Ideal entspricht, irgendwie geschasst zu werden und immer kritisiert zu werden. Deshalb ist es sozusagen auch ein Appell insgesamt an uns alle, dass wir so eine Kultur entwickeln müssen, innerhalb derer es möglich ist, zu versuchen. Und es gibt einen anderen schönen Satz von dem von dem Autoren Anand Girdas, der sagt, is there a place in wokeness for the awakening? Also ist wokeness ist sozusagen in den USA ein Begriff, um jene Menschen zu beschreiben, die das Ideal haben, in einer einer antirassistischen, feministischen, geschlechtergerechten etc. Welt zu leben, also Wachheit, es geht um sozusagen das politische Wachsein und zugleich halt auch Menschen, die dagegen arbeiten und aktiv sich darum bemühen, zu dieser Zukunft zu gelangen. Und er fragt, ist in diesem Wachsein auch ein Raum für jene, die aufwachen? Und ich finde, das sind beides sehr, sehr wichtige Zitate, die insgesamt uns eigentlich deutlich machen müssen, dass wir, also ich würde mich zwar als Feministin bezeichnen, aber ich würde mich nicht als Ideal oder so sehen. Ich mache Fehler, ich habe viele Fehler gemacht und ich werde auch viele Fehler machen, immer im Bemühen, sie nicht zu tun. Und ich möchte mir selbst als Mensch den Raum für mich haben, zu wachsen und mich zu entwickeln. Und den Raum gestehe ich auch anderen Menschen zu. Und ich würde niemals, außer natürlich man begeht Morde oder so, aber ich würde niemals einen Menschen auf seinen schlechtesten Moment reduzieren wollen. Aber diese Kultur haben wir gegenwärtig, das weiß ich, und das ist so schwer dann, sich deshalb bestimmten Themen anzunähern. Aber ich glaube, dass eigentlich, ich würd mal behaupten, vom Bauchgefühl her, alle eigentlich oder 99% ein großes Interesse und eine große Sehnsucht nach eben einer solchen wohlwollenden, aber trotzdem kritischen Diskurskultur haben. Mhm. Frau Sittler, wie ist das bei Ihnen diskutiert worden? Es ging im Grunde darum, Intersektionalität auch nochmal so als Analyseinstrument, also einfach nochmal wacher zu werden, welche verschiedenen Punkte gibt es, die große Vielfalt darzustellen. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren, das halbwegs auch anständig wiederzugeben, journalistischer Job. Aber dass es dann schwierig wird in dem Moment, wo eine Intersektionalität ja auch verwendet wird, um zu so einer Addition von Diskriminierungen zu kommen. Also das ist der falsche Zug, der da jetzt manchmal losgefahren ist, dann zu sagen, ich habe aber mehr. Also du hast jetzt zwei Diskriminierungspunkte, aber ich habe da noch einen dazu. Das passiert jetzt leider mitunter und das macht es dann auch wieder so schwierig. Und dann auch nochmal die Frage, wie kann ich denn anhand auch solcher Kriterien Vielfalt abbilden und überfordern wir uns nicht restlos, wenn wir immer versuchen, alles zu berücksichtigen. Und was ich noch einen interessanten Aspekt auch nochmal fand, es tauchte bei uns das Stichwort der Remigrantisierung auf. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil tatsächlich, also wenn ich jetzt die Kollegin Vassilou Enz treffe, dann wenn ich den Namen höre, denke ich nur, da kann ein Migrationshintergrund dabei sein. Wenn wir uns begegnen, dann lese ich sie nicht als Migrationshintergrund. Es interessiert mich persönlich auch nicht. Mich interessieren Positionen und Auseinandersetzungen. Das mag bei anderen anders sein. Aber die Frage, wenn wir von 25% Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ausgehen, dann haben wir ja nur diejenigen, die seit 1949 eingewandert sind und die einen Elternteil haben, ansonsten der oder die eingewandert ist. Irgendwann verwischt dann der Migrationshintergrund, obwohl er vielleicht noch sichtbar ist. Also da ist jemand dann doch auch noch dunkelhäutig, aber hat schon nur den Großelternteil vielleicht als eingewandert. Ja, also das wird ganz schwierig und dieses jetzt immer wieder sich darauf zu fokussieren und zu betonen, da ist dieser Migrationshintergrund, ich meine, diesen Begriff, der geht ja jetzt lässig über die Lippen, den haben wir ja auch erst vor ein paar Jahren gelernt, Migrationshintergrund zu sagen.
Also auch das nochmal ein schwieriges Gebiet und für mich dann wieder als Journalistin, die in Medien tätig ist, die halt auch noch ein breiteres Publikum erreichen sollen. Also der Begriff Intersektionalität, der ist wahnsinnig schwer zu weiterzubringen. Und ich habe mich dieser Tage mit einem amtierenden Bischof unterhalten und der sagte, Inter was? Also ich dachte, okay, soweit sind wir noch nicht, haben wir noch nicht weitervermittelt. Also, okay. Darf ich da kurz was einhaken? Also es geht ja gar nicht darum, ob alles sichtbar ist. Also ich würde ein Buch ans Herz legen von Emilia Smerkowski, Wir Strebermigranten. Okay, dann wundert mich das, was Sie gerade gesagt haben. Weil es geht nicht nur darum, dass bestimmte Erfahrungen phänotypisch sichtbar sind. Es gibt so viele türkeistämmige Menschen, die blond und blauäugig sind. Es geht sozusagen darum, dass diese Perspektiven keinen Widerhall finden. Ähnlich könnte man gegenüber Ostdeutschen sagen, man sieht das doch nicht, dass ihr Ostdeutsch seid oder man hört das nicht, weil sie irgendwie Berlinern oder weil sie hoch... Nee, also ach so, es geht um... Okay, gut. Aber das auch zum Beispiel, also warum gibt es, also vor 5 Jahren, wenn ich mich nicht irre, haben viele meiner ostdeutschen Freundinnen und Freunde nicht erzählt, dass sie Ostdeutsche sind und haben das nicht thematisiert. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Warum? Weil sie ihre Perspektive mit am Tisch gehört haben wollten. Und das ist sozusagen der Grund, weshalb Menschen ihre Identität oder eine Facette ihrer Identität an die Tagesordnung bringen. Die Tatsache, dass sie nicht gehört wird, es geht nicht darum, ob sie sichtbar ist, es geht nicht darum, ob dass sie so Lust haben darauf, sondern es geht sozusagen darum, dass dass die Vielfalt an Stimmen besteht. Ja, bitte? Also ich finde es schwierig, nur zu sagen, die Leute sagen das jetzt, dass sie Migrationshintergrund haben. Ich habe das vorhin auch gesagt, aber ich habe das gesagt, weil ich gedacht habe, dass es in dem Moment heute hier mal wichtig ist. Und es ist auch manchmal von anderen wichtiger gemacht, als ich das gerne wollte. Also wenn es nach mir ginge und wenn es nach meiner journalistischen Arbeit ginge, würde ich am liebsten überhaupt niemals darüber sprechen, würde ich am liebsten jeden Tag unsichtbar sein und nicht... Ich bin jetzt neu in ein Medienhaus gekommen und mir hat ein Kollege gesagt, dass ihn Kollegen und Kolleginnen angesprochen haben, ach, ist ja toll, dass wir jetzt eine Volontärin aus Südkorea haben. Ja, so, da habe ich gar nichts gemacht mit Remigration. Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich, ja, ich komme aus Dresden. Ach, und dann so noch? Dann habe ich überhaupt nichts gemacht. So, und wenn ich diese Geschichten erzählen will, um Rassismus deutlich zu erklären, und zwar niederschwellig, dann muss ich leider sagen, ich habe nicht die Hautfarbe, die ich mir vielleicht auch irgendwann mal im Leben gewünscht hätte. So. Und deswegen finde ich das so scheinheilig zu sagen, Remigration, ihr betont das doch so sehr. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will man vielleicht auch sagen, man kann entweder beides sein, so weit bin ich noch nicht. Das hat mit Assimilation zu tun. Aber zu sagen, das ist doch, ihr macht doch auch... Ihr macht das doch so wichtig. Nee, wir machen gar nichts wichtig, nee, weil wir uns am liebsten gar nicht so wichtig nehmen wollen. Das finde ich. Darf ich das kurz sagen? Es ist gar nicht mein Vorwurf an die selbst Betroffenen, also die dann immer so gelesen werden, sondern mir ist es nur einfach, dass ich dieses, dass wir jetzt darüber reden, wer hat welchen Migrationshintergrund und das immer wieder aufgerufen wird. Ich habe übrigens früher auch nicht darüber gesprochen, dass ich homosexuell bin, ich lebe nur einfach offen. Ich werde aber jetzt neuerdings irgendwie, weiß ich nicht, seit ein paar Jahren ist es immer, je mehr Frauen lange Haare tragen, werde ich jetzt ständig wieder auf dem Frauenklo gesagt, ich sei hier falsch, junger Mann. Also das ist auch eine komische Entwicklung. Ja, so. Aber ich will darüber, das ist genau dieses Komische, ja, dass wir jetzt plötzlich dauernd über alle möglichen Diskriminierungsformen reden. Und das ist das, was wir eben in der Gruppe aber auch hatten, müssen wir jetzt immer aufwiegen und addieren und irgendwie so. Eigentlich haben wir ein gemeinsames Ziel. Ich würde mich mit Ihnen gerne über feministische Theologie auseinandersetzen, im Islam und im Christentum. So. Das finde ich spannend. Ja. Ja. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal kurz dazwischen gehen, weil das eigentlich ganz gut zu dem passt, was in der Gruppe von Frau Vassiliou-Enz auch besprochen wurde,
was ich gehört habe. Ich war ja nur bei einem kleinen Teil dabei, aber da fiel eben dieser Satz auch nochmal, Perspektivwechsel kannst du lernen. Und Sie haben auch nochmal gesagt, und das passt ganz gut zu dem, was gerade aus dem Publikum kam, Rassismus ist euer Thema. Also, dass ich mich halt auch, wenn ich jetzt mal die journalistische Perspektive wieder einnehme, dass ich natürlich nicht immer an der Stelle fragen muss, sag mal, wie ist denn das für dich, sondern dass ich mich da selber hinterfragen muss. Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz wiedergeben, was da bei Ihnen in der Gruppe diskutiert wurde und zu welcher Lösung Sie vielleicht auch gekommen sind. Ich weiß nicht, ob man in einer halben Stunde zu einer Lösung kommt, aber es waren ein paar ziemlich gute Ideen dabei und auch eine Kollegin, da hinten ist sie, ja, sie winkt, Stefanie, die das eine Missy-Magazin-Veteranin, die den Weg, das Missy-Magazin zu seiner ersten Redaktion oder ihrer ersten Redaktion erzählt hat, dass es euch auch so ging, dass ihr mal so einen Comic im Missy hattet und alle fanden, sag mal, was geht da? Und alle waren total erschrocken und haben es nicht so richtig gemerkt und es nicht wahrgenommen und sich dann eben entsprechend weitergebildet. Und was ich versucht habe zu erklären ist, weil natürlich sehr oft kommt, ja, dann sagt es uns doch und was ist es denn genau? Und erklär es mal, aber wirklich bis aufs Detail, dass es viele Leute gibt. Ich muss mich gar nicht mit einzählen, weil ich bin auf einer, egal, also ich muss ganz gar nicht über mich persönlich reden. Was ich legitim finde, ist von Leuten, die von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, dass das nicht die Erklärbären und Onkels und Tantchen sind für Leute, die Rassismus ausüben oder die zu dem System gehört, das Rassismus ausübt. Die Leute sind betroffen, das sind nicht, also das Problem haben nicht die Leute, die diskriminiert werden, sondern diejenigen, die zum System gehören und diskriminieren, und die sollten sich eigentlich darum kümmern und sich das aneignen und das lernen. Und ich finde, dass das zu wollen und das zu thematisieren und das genau so zu äußern, ist total legitim. Ich halte das nicht für, aber du musst mir erklären, was mit mir los ist. Also ich finde, das darf man nicht immer erwarten. Das ist ein bisschen viel. So. Und weil Sie das gerade auch angesprochen haben, es ist halt eben auch ein Lernprozess, und das wurde bei Ihnen angesprochen, das wurde aber auch in der Gruppe von Anna Meyerhauser angesprochen, dass man auch, wenn man in einem Lernprozess drin ist, macht man eben auch Fehler. Und wie wichtig ist es, über die Fehler zu sprechen, die zuzulassen? Was wurde da bei Ihnen in der Gruppe? Ja, das ist sehr wichtig. Also wir haben jetzt in der Gruppe gar nicht so lange darüber gesprochen, sondern mehr darüber, wie es ist, als Frau in sehr männlich dominierten Redaktionen zu arbeiten, und haben uns da so Erfahrungen ausgetauscht. Deshalb kann ich da jetzt gerade gar nicht so viel dazu sagen, aber ich denke, dass es, ich bin vorhin auch gefragt worden, ob es mal irgendwie einen Fall gab, über den wir super lange diskutiert haben, was da nicht ins Heft kam oder so. Mir ist in dem Moment nichts eingefallen. Jetzt mit diesem Hinweis auf diesen Comic, der vor meiner Zeit in der Redaktion war, denke ich schon, dass man da einen wahnsinnigen Lernprozess in der Redaktion sieht, weil ich glaube, dass dieser Comic in dieser Form, das würde heute, glaube ich, sofort auffallen, weil einfach da ein Lernprozess stattgefunden hat. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht andere Fehler machen und da eben auch weiter lernen müssen. Gibt es denn vielleicht schon Anregungen oder genau Fragen aus dem Publikum? Also ich wollte noch mal was zum Intersektionalitätsbegriff sagen, weil jetzt eben die Rede davon war, dass sozusagen verschiedene Unterdrückungsstrukturen addiert werden. Aber Intersektionalität bedeutet ja eigentlich nicht, dass es einfach addiert wird, sondern es ist ja eigentlich eine Verschränkung von verschiedenen Unterdrückungsstrukturen. Also das bedeutet, dass eine Person als Frau diskriminiert wird und dann auch noch aufgrund von Race. Und dass das dazu führt, dass es irgendwie eine spezifische Form von Unterdrückung ist, die man zum Beispiel als weiße Frau gar nicht nachvollziehen kann. Also dass es nochmal eine ganz andere Form ist. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass eben auch also auch ich als weiße, privilegierte Frau also ein Verständnis dafür entwickle, dass es halt Dinge gibt, die in meiner Lebensrealität nicht vorkommen, und Erfahrungen, weil sonst schließen wir diese Erfahrungen auf. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es nicht ein Wettbewerb ist, eine Addition, sondern dass es halt eine Verstrickung ist, die bei manchen Menschen vorkommt, bei manchen nicht, und dass es eben wichtig ist, diese Lebensrealität auch zu sehen. Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch, war hier aus der Richtung? Nee. Ja.
Was ich noch mal wissen würde wollen, und dann können wir ja quasi langsam zu einem Abschluss kommen, aber wenn wir halt eben das viel vorhin, bevor wir in diese Einzelrunden gegangen sind, auch noch mal so als Begriff oder beziehungsweise als Anregung, wie aktivistisch darf ich zum Beispiel mit Journalismus sein und mache ich mich mit einer Sache gemein, auch wenn es eine gute Sache ist und wir eben sagen, wir wollen ja eigentlich alle dasselbe, aber wie kann ich als Journalistin das umsetzen oder ist es, Sie haben ja gesagt, eigentlich muss man irgendwie nicht den Rechten das Mikro quasi hinhalten, weil das passiert sehr, sehr viel, also das eben nicht, aber wie kann ich als Journalistin oder als Journalist eben sagen, ich habe trotzdem, versuche objektiv zu bleiben oder objektiv zu berichten, geht das überhaupt oder mache ich mich mit einer Sache gemein? Ich würde jetzt vielleicht mal... Also es ist schwierig, aber wie aktivistisch darf ich sein als Journalistin? Ich finde es überhaupt nicht schwierig, ich finde es total einfach. Also da findet auch wieder eine Verwechslung statt, wenn man irgendwelche postfaktischen, antidemokratischen, menschenfeindlichen Aussagen einordnet und erklärt, warum das eben nicht mit unserem Grundgesetz übereinstimmt und nicht mit unserer Verfassung möglicherweise auch inhaltlich nicht stimmt, dann passiert es sofort, dass das irgendwie als aktivistisch gesehen wird, wenn man nicht irgendwie zwei Seiten, von denen die eine bedeutet, dass man findet, naja, man kann Menschen auch ertrinken lassen, zeigt, dann ist man plötzlich aktivistisch, wenn man findet, das ist eben keine Diskussion. Das ist nicht das, was man nebeneinander stellt, weil man sonst verschiedene Ebenen zu einer macht, die nicht zusammengehören. Also zum einen finde ich, da wird was verwechselt und zum anderen ist es ja unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten eben zu analysieren und einzuordnen und auch durchaus zu benennen, wenn Dinge nicht mit unseren Gesetzen und mit dem, wie wir in einer Gesellschaft leben und was erlaubt ist, übereinstimmen. Also das wird oft genug nicht getan und Mikro hinhalten ist es nicht, weil da kann man dann auch gleich nur Social Media machen, da braucht es nicht uns, da braucht es nicht unseren Beruf. Also wir sind dafür da, genau das zu machen. Und wer das aktivistisch findet, verwechselt da, glaube ich, was. Und Axel Springer und Augstein, die hatten eine krasse Agenda. Und die werden aber nicht als Aktivisten, das ist so die goldene Zeit des Journalismus, da ist es okay. Und wenn wir jetzt irgendwie uns äußern, dann ist es plötzlich aktivistisch und dann ist das irgendwie eine Sache, die man nicht tun soll. Also da wird schon sehr mit zweierlei Maß gemessen, finde ich. Möchte jemand, wobei ich da zum Beispiel, ich bin ja ganz bei Ihnen, wenn man irgendwie sagt, also wenn es um Menschenleben geht, ohne Frage, ohne Diskussion, aber wenn wir, das wurde ja heute auch schon angesprochen, wenn es zum Beispiel um die Forderung geht, wir wollen eben Frauen, es muss eine Führung, es muss eine Quote geben für Frauen in Führungspositionen. Da würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise ich weiß es noch nicht mal, ob dann alle auf dem Panel sagen, ja, da stehe ich total dahinter, aber es gibt ja unterschiedliche Ansichten und da ist ja dann schon die Frage, wie sehr hinterfrage ich das, also wenn es eben um solche Dinge geht und wie sehr kann ich mich damit auch gemein machen, zum Beispiel als Journalistin mit feministischem Ansatz. So. Also Aber es geht doch nicht darum, dass man nicht Dinge hinterfragt. Natürlich kann man erzählen, warum Männer Angst haben vor einer Quote. Aber ich kann doch nicht erzählen, dass eine Quote bedeutet, dass nur schlechte Frauen eingestellt werden. Das ist doch Mumpitz. Also es gibt gar wahnsinnig viele Männer, die nicht besonders gut in ihrem Beruf sind. Also warum sollen nicht genauso viele Frauen, die nicht besonders gut in ihrem Beruf sind, an irgendwelchen Positionen sitzen? All diese Argumente kann man total leicht, ganz logisch entkräften. Das sind irgendwelche Ängste, die ich nicht als ein Argument wie das von Teilhabe und Gleichberechtigung ansehen kann. Ich muss doch einen Unterschied machen. Das ist doch wie Äpfel und eben, keine Ahnung, Mousse. Oder? Ja. Ich versuche ja auch ein bisschen zu provozieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt ne, apropos ja. Provokation. Das ist nämlich all das, was du gesagt hast, unterschreibe ich und würde nur noch hinzufügen. Was ich halt häufig beobachte, ist in unserer gegenwärtigen medialen Kultur, und darüber haben wir auch in unserer Gruppe lange gesprochen, und das ist sozusagen so eine Art Sensationsgeilheit, so eine Art Voyeurismus, wie ausfallend, wie provokant darf man sein, und je provokanter sich jemand äußert, je hasserfüllter, je
demütigender und ja, menschenfeindlicher, umso mehr Kameras richten sich auf diese Person. Ich verstehe den Impuls bei einigen, weil wenn wir in einem Restaurant wären und jemand würde sich jetzt irgendwie ausfallend verhalten, würden wir alle hinschauen und sagen so, so hier nicht. Wenn es weiter eskaliert, würde dann wahrscheinlich das Restaurantmanagement dazwischen gehen und sagen so, ja, entweder sie verhindern jetzt ihr Verhalten oder sie gehen jetzt raus. Man würde wahrscheinlich das Restaurant verwiesen werden, das wäre es dann gewesen, die Person wäre raus. In unserer medialen Öffentlichkeit funktioniert dieser Mechanismus aber nicht, weil unsere Empörung, unser Hinhalten, unser beim Autounfall langsamer fahren, um zuzuschauen, ob da jetzt eine Leiche liegt, führt halt dazu, dass diese Augen im Digitalen sozusagen sich addieren und diese Person plötzlich oder diese Aussagen plötzlich eine Relevanz erhalten, weil wir alle hinhören. Und mit jeder Provokation hat diese Person ein größeres Following und größere Aufmerksamkeit und damit größere Relevanz. Deshalb müssen wir unseren Impuls von Empörung einerseits und von Voyeurismus andererseits kritischer reflektieren und verantwortungsbewusst damit umgehen, denn all das, was du beschrieben hast, ist Aufgabe von Journalistinnen, aber auch kuratieren. Also es ist nicht nur kontextualisieren und so, sondern deshalb ergänze ich nur, eine Verantwortung ist auch zu kuratieren und zu entscheiden, was erheben wir zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema und was ist sozusagen individuelle Unkenntnis, die man hoffentlich durch einen Sozialarbeiter oder irgendjemand anderen dann schließen kann. Wenn man jetzt so beobachtet, wie wir gegenwärtig diskutieren, dann würde ich mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Wochen eine Debatte darüber führen, ob die Erde nicht flach sei oder nicht, weil plötzlich irgendeine Partei behauptet, das sei so und wir dann im Feuilleton und überall genau diese Debatte führen. Frau Sittler. Ja. Und gleichzeitig mir zu pauschal in vielem, weil Sie reden genau über das, was wir auch im digitalen Umfeld sehr stark erleben, diese ganze Empörung. Es gibt natürlich auch Sender und es gibt Zeitungen, die genau auf diesen Effekt setzen. Und da muss ich jetzt aber dann nochmal sagen, es gibt dann eben Qualitätsmedien, die gibt es im Print, die gibt es im Hörfunk und Fernsehen, die genau versuchen, diese differenzierte Darstellung zu machen. Ich hätte den Begriff kuratieren, der wird sehr stark im Digitalen jetzt verwendet, wenn man sagt, okay, was kuratieren wir jetzt aus unseren Inhalten, was kommt auf die Online-Plattform. Ich hätte den nie verwandt, diesen Begriff kuratieren, weil das würde ich tatsächlich nicht als meine Aufgabe sehen, sondern immer, und auch nicht entscheiden, was jetzt nach vorne kommt. Ich will nicht über jedes Stöckchen springen, dass mir die AfD oder andere hinhalten, überhaupt nicht. Da sind wir auch immer noch in einem Lernprozess, wie das gelingen kann. Manche Provokation auch, wo man dann Rechte vorführen will, misslingt auch völlig. Mein Credo ist, gesellschaftliche Diskussionen abbilden. Ich glaube, dass wir oft nicht genau das abbilden, was Menschen wirklich bewegt in der Gesellschaft, weil wir genau in unserer auch journalistischen Blase sind. Da müssen wir nacharbeiten. Und was ich einfordere, ist Recherche, Recherche, Recherche. Und die kommt mir oft zu kurz. Also es ist erst die Meinung da und dann versucht man noch Belege zu finden manchmal. Jetzt werde ich pauschal. Aber das ist so dieses, wenn ich denke, Mensch, jetzt guck doch bitte nochmal und nochmal in die Tiefe und nicht der erste Wikipedia-Eintrag. Und auch das passiert leider im Journalismus, dass der abgebildet wird. Und je nachdem, wer den kuratiert hat und was nach vorne gehoben hat, ist dann irgendwie eine neue Wirklichkeit da. Also ich plädiere sehr für gutes journalistisches Handwerkzeug, Recherche und erst dann bitte die Meinung und auch wirklich Abbilden von gesellschaftlichen Debatten. Und da muss ich eben auch nochmal übersetzen und dann muss ich auch eben zum Beispiel einem bestimmten Segment sagen, passt mal auf, Intersektionalität, ich habe es als Journalistin jetzt schon verstanden, aber ich kriege es überhaupt nicht an die Leute vermittelt, weil die noch gar nicht mitgehen können. Und jetzt brauche ich Gesprächspartnerinnen, die es dann nochmal im O-Ton erklären können, einordnen können. Ich recherchiere auch nochmal was dazu und gucke auch, welche Kritik es an der Intersektionalität gibt. Das ist auch meine Aufgabe als Journalistin. Als Vorsitzende Journalistinnenbund trete ich ein für Frauen in den Medien. Im Journalismus und als Mitglied von Pro Quote trete ich ein für die Quote. Und ich selber habe mich ja auch hochgekämpft, immerhin schon mal in eine Führungsposition im Öffentlich-Rechtlichen. Dazu stehe ich. Und das ist aber, es sind zwei getrennte Welten. Journalistisches Handwerk ist für mich ganz zentral.
Ja. Ich finde das nur als Ergänzung interessant, weil wir das Gleiche dann bei uns auch in der Gruppe hatten, dass das als pauschalisierend wahrgenommen wird, was ich sehr interessant finde, weil ich glaube, niemand hier und ich auch nicht, vielleicht galt es auch nur an mich, das kann ich auch nur für mich sprechen, sagt, das sei insgesamt im Journalismus so oder sagt, das sei ein Gesamtproblem überall und es gäbe keine Ausnahmen oder sozusagen, wenn es was gibt, dann ist das eine Ausnahme, sondern ich glaube, wir sind hier uns alle einig, wir sind hier beim Journalistinnenbund, wir wissen alle um und die unterschiedlichsten Redaktionen, die Bemühungen, was sich viel getan hat, aber ich denke, dass es keine Pauschalisierung ist, sondern einfach wichtige Kritik und ich kann auch Ihre Abwehr verstehen gegenüber dem Begriff von Kuratieren, kann man auch einen anderen Begriff wählen, aber letztlich ist es so, dass man als Journalistin entscheidet, womit verbringe ich meine Zeit, was thematisiere ich, was erhebe ich zu einem gesellschaftlichen Thema und welche Themen fallen weg. Also man kann nicht negieren, dass man immer auch selektiert und immer auch auswählt und ich finde es wichtig, dass man das nicht negiert, weil dann die Frage ist, was für Regeln und was für eine Ethik entwickelt man und wie kann man sich selbst sozusagen dann auch kritisch durchleuchten in diesen Prozessen, die ja auch zu dem Handwerk dazugehören. Vielen Dank. Ich würde jetzt eigentlich auch schon gerne zu einem Abschluss kommen, es sei denn, gibt es noch aus dem Publikum eine Meldung dazu. Also das ist ja der Punkt. Ich glaube, das kann man an der Stelle ja auch gut zusammenfassen. Die Eigenverantwortung ist dann natürlich eben auch ganz groß. Journalistisches Arbeiten, journalistisches Handeln. Und das ist ja dann eben auch etwas, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen, dass es wichtig ist, versuchen, andere Perspektiven einzunehmen, wenn ich sie nicht selber habe, mit Menschen darüber zu sprechen, die andere Perspektiven haben. Und im besten Falle natürlich auch Redaktionen zu haben, die viel diverser sind und andere Perspektiven automatisch schon mitdenken, weil die Leute mit am Tisch sitzen, wenn über ein Thema gesprochen wird. Und das vielleicht jetzt so von meiner Seite als kurzer Abschluss. Es gibt jetzt natürlich noch die Möglichkeit, weiter zu diskutieren. Draußen dachte ich, gibt es... gibt es noch eine Wortmeldung? Da. Ach, vielen Dank, alles klar. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert. Gerne weiter diskutieren, die Treppe runter rechts. Vielen Dank nochmal an den Journalistinnenbund und an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir hier diese Möglichkeit zur Diskussion hatten und vielen Dank, dass Sie da waren und danke an die Referentinnen.